aufs Hohe Meer. Nein. Da. Ja, ihr seid da. Ob die Nachricht jetzt angekommen ist, wisst ihr nicht. Ob es was gebracht hat, zu sagen, folgt diesem Schiff ohne. Da wollte ja kein anderer was machen. Ähnliches oder irgendwas. Wollte keiner eingreifen. Ja, das stimmt. Das ist euer gemeinschaftlicher Fail gewesen. Vielleicht hat es ja funktioniert, wer weiß. Hat mich ja jemand machen lassen. Gut, also, dann würfelt mir doch einmal. Habt ihr Navigation oder sowas als Skills? Ich bin Buchhalter. Lassen wir mal schauen. Ich oder auch... Schifffahrt. Nein, ich bin ein Zwerg. Ich habe vermieden, mir Wasserskills zu geben. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt... Was? Musstest du nicht, aber gut. Das mache ich konsequent. Immer wenn ich Zwergen spiele, ich gebe mir keine Wasser- und keine Kletterskills. Hat sich nicht damit gerechnet, dass jemals auf dem Meer sein würde. Ich könnte sehr, sehr viel früher als allen anderen. Als fucking also Pirat. Ich ging davon aus, dass die meiste Zeit an Land unterwegs bin. Ja, ich könnte auf Technik werfen höchstens. Und das ja, als Captain Stellvertreter ja, niemals irgendwie ein Ruder benutzen muss, irgendwie ist man da. Gut, dann möchte ich jetzt wissen, wer von euch welche Position übernimmt. Ich nehme den Waffenmeister. Kein Waffenmeister, es geht nur ums Fahren. Ach so, Position, was gibt's denn für eine Position? Oder welche müssen denn besetzt werden, damit wir vorankommen? Ich kann absolut nichts, also können die gar anderen. Den Typen am Segel, den am Ruder und denjenigen, der Ausschau hält. Ich bin derjenige, der Ausschau hält. Und ich sitze daneben und tue nichts. Wahrscheinlich am Ruder, weil ich am stärksten bin. Okay. Okay, und ich sitze dabei und ich meine, ich kann nichts. Ich kann das bräuchte noch jemanden am Segel. Oder das Segel. Ja, wer macht das? Kann ich bei Segel auf oder das Segel mehr technisch? Dann würde ich auch Segel machen, je nachdem. Ihr werft jetzt nur auf Werte. Es geht jetzt nur darum, welche Position, damit ich weiß, wer wann wirft. Ich habe Stäbe als Wert, das irgendwie hilft. Was kreativ auslegen kann. Es geht nur um die blanken Werte. Sag mir, was für eine Position du nimmst. Warte, dann nehme ich doch Segel, weil ich glaube, da dort sitzen und sagen, wo es lang geht, als die Kompetenz habe ich als Captain. Gut, da ja keine andere Position übrig ist, würde. Also Ausguck halten wäre, also Ausschau halten wäre das. Also Ausschau halten wäre das Möglichste. Gut, dann würfelst du mal bitte auf Wahrnehmung. ja. Nein. Gut, das ist schon mal eins weniger. Dann darf jetzt der Erste am Segel würfeln. Auf Geschick. Segel ist Kraft. Also Stärke. Okay, also auch Stärke. Ich habe extra gewechselt, weil ich dachte, vielleicht geht's ja auf Geschick, deswegen macht jetzt aber keinen Unterschied. Fuck, ich hab 30, deswegen habe ich ganz knapp verkackt. Ihr habt auch noch Items bei euch, die ihr opfern könnt. Items denn? Was hat mein Stofftier? Was für ein Item hast du denn? Was hat mein Stofftier und mein Aufziehauto für Wert? Gut, das sind sehr... Na, das Aufziehauto ist sehr selten, das heißt, da würde ich hier 5 geben. Und das Stofftier ist recht häufig 3. Wie viel hat eine Pistole? Eine Pistole, das kann ich dir genau sagen. Du willst eine Pistole opfern? Er hat sehr viele. Er hat doch 25 6. davon. Ich habe 6 Pistolen aktuell. Das hier sind die Charaktere, das hier ist das. So. Hammer. Vielleicht ich bitte. Hier. 13. Dafür, dass wir noch am Hafen liegen, ist ganz schön stürmische Musik in den Grund. Ich werf mir die Pistole dafür rein. Es geht jetzt nur um die Reise, wirklich. Ja, ich nutze dafür die Pistole, einfach weil. Dann habe ich jetzt 5. Okay, gut. Dann hast du deinen Wurf geschafft. Dann darf der Nächste mit einem Vorteil würfeln. Nur so als Tipp, ich stehe am Ruder, also... Achso. Der Zweite am Segel darf. Auf Stärke. Also ich hab eigentlich Ausguck genommen, aber okay. Nein, Ausguck hat
Ausweichen. Hab ich genommen. Die blinde Dame genommen. Ja, aber eigentlich hat er zuerst gesagt, dass er ausweichen. Richtig. Hat. Dann haben wir uns umentschieden und du hast was anderes genommen. Nein, du hast dich hier umentschieden eigentlich nur, aber egal. Ja, weil ich nichts anderes kann. Ja, okay. Sie darf's ja auch. Gut, dann nimmt derjenige mit 5 Stärke. Du hast einen Vorteil. Tatsächlich habe ich 10. Tatsächlich habe ich 10 Stärke. Wow. Dann würfel ich dir gerade noch deinen. Ich habe auch nicht unbedingt mehr. Durch den Abzug, den ich gekriegt habe, durch die gebrochene Hand. Also ich habe eine gebrochene Hand, also ich meine, wollen wir überlegen, ob ich das Segel mache oder ist vielleicht ein Argument. Ja, das stimmt, die tut auch noch ziemlich weh. Ja gut, dann hast du es genau geschafft. Dann darf der mit Ruder am Ruder jetzt mit 2 Vorteilen auf Geschick würfeln. Also was soll ich machen mit der gebrochenen Hand? Rudern oder das Segel halten? Also, ich gehe nie wieder ans Segel. Das nächste Mal ruder ich. Also 2d20? Als Minus oder? Ja, 2d20 als Minus. Gut. Dann gucken wir mal, wie gut du bist. Ja, also wenn es auf Geschick ist, müsste ich echt verdammt versagen, damit das jetzt... Ja, also das ist halt schon verdammt gut gelaufen. Ruder ist ausgezeichnet. Ist es weniger als ein Viertel? Also das Ruder ist jetzt wirklich nur quasi das Steuer. Ihr fahrt mit Segel. Also ich habe ein Geschick von 55. Das ist weniger als die Hälfte, aber ich... Nee, dann ist es nur ein guter Erfolg. Dann sage ich mal, du hast das schlechte Navigieren ausgeglichen. Ihr schrammt ab und zu mal an ein paar Erdmassen und Felsen vorbei, die von unten nach oben kommen. Aber ihr schafft es tatsächlich... nicht großartig einzuholen, aber ihr schafft es, auf der Distanz zu bleiben und dem Schiff zu folgen. Haben wir kein Schiff? Haben wir nur ein Beiboot oder was ist da? Ihr habt nur ein Beiboot momentan. Ich habe gesagt, ihr trefft euch mit dem Schiff. Es ist noch nicht aufgetaucht mit eures. Warum liegt das nicht in der Nähe vom Hafen vor Anker? Es liegt irgendwo. Es haben sich 4 Teams mit Leuten aufgemacht, um an verschiedenen Stellen zu suchen nach eurer Vermisstheit. Okay, ihr hattet Glück. Wir waren komplett blöd, dass wir das ist. Warum stellt man das? Man stellt das Schiff doch nicht irgendwo ab, um dann mit dem Boot 2 Stunden durch. Ihr habt nicht so viel Wahl, wenn ihr so an einer Position liegen bleibt. Außerdem kommt man mit großen Schiffen nicht an die Städte ran. Das ist auch einfach so. Ja, deswegen stellt man es aber irgendwo in Sichtweite vom Hafen ab, damit man dort ihr könnt es nicht abstellen. Weil andauernd Erdmassen sich von unten nach oben schieben und dann seid ihr halt mal gestrandet oder es geht Zeug kaputt. Ihr müsst in Bewegung bleiben, damit das nicht passiert. Deshalb braucht ihr immer ein Team, was das Schiff in Bewegung hält. Deshalb habt ihr auch die Dinger, um eure Position durchzugeben. Aha, na dann, mal viel Glück beim Schifftreffen. Deswegen wollte ich eigentlich auch ursprünglich, dass wir uns einen Treffpunkt dort oben ausmachen. Aber unser Captain seiner unendlichen Weisheit meinte, folgt mal Schiff. Ja, darauf wollte ja keiner. Wollte ja keiner was anderes machen. Ihr wart ja einverstanden. Ihr habt ja auch die Chance mal zu sagen, nee. Ich korrigiere das jetzt und mach das anders. Du hast trotzdem Dinge getan und da hast du halt Dinge getan. Punkt. Ja, ich meine. Es ist jetzt halt so, ihr seid noch nicht getroffen, es kann ja sein, dass ihr es später trefft. Let's go. Können wir weitermachen? Ja, ihr habt du hast auch nicht gesagt, dass sie uns abholen sollen, sondern dass sie hinterherfahren sollen. Kurs. Punkt. Dann paddeln wir halt mit dem Beiboot hinterher. Ihr habt ein Segel, ihr fahrt schon. Es ist ein kleines Boot. Es ist kein Beiboot. Ja, let's go. Gut, ihr habt jetzt Zeit, um Dinge vorzubereiten. Ihr habt eure Rollen. Ihr seid auf Kurs, ihr habt jetzt erstmal ein paar Stunden Zeit, dann lasse ich euch nochmal würfeln. Was sollen wir hier machen? Ich guck mal durch, was wir für Vorräte haben und würde einen nahrhaften und kräftigen Eintopf kochen für die Besatzung. In dem Brot. Ihr habt ein bisschen Proviant, ihr habt Brot, ihr habt einen Kuchen. Ja, ich würd Mittagessen kochen für die Besatzung. Dann mach das. Hast du irgendwas auf Kochen? Ich habe Kochen 10. Und nochmal. Ja. Das ist nicht viel. Dann Würfel auf Kochen.
Du kriegst nichts ab, Captain. Jo, das ist ein, sehr guter Erfolg. Ja. Das heißt, du schaffst es perfekt zu kochen und ihr das alle... Das ist sogar unter 25%. Ich weiß, deshalb dürft ihr auch Dinge tun. Ihr kriegt alle 2 Lebenspunkte wieder, wenn ihr verloren habt. Weil das Essen so gut ist. Oder euch so satt macht. Okay. Man kann getroffen werden. Nee. Aber wir hatten doch vorhin gekämpft. Ja, ich hab nichts abbekommen. Ja, ich schon. Ich musste nur ein einziges Mal ausweichen. Gut, also schippern wir weiter. Ja, gut, wenn ihr dann nichts weiter tun wollt, außer essen. Eine Sache würde ich noch machen, ich würde mal gucken, ob da irgendwo vielleicht ein bisschen Stoff rumliegt. Auf dem Schiff. Ich kann dir was abgeben. Ich hab vorhin was eingepackt, Stofffetzen. Mhm. Ihr habt einiges mitgenommen. Ja, dann würde ich einfach zu dir rübergehen, auf die Stofffetzen zeigen und dir dann meine beiden Flaschen mit dem Alkohol, denn. Ich gebe dir die Hälfte meiner Stofffetzen ab. Ist dein Charakter stumm oder? Nein, er redet nur nicht. Oder keine Ahnung, er redet halt einfach nicht. Also bisher hat er schlichtweg nichts gesagt. Sag mal so. Ja, und dann würde ich versuchen, mir leichte Molotow-Cocktails quasi aus dem Alkohol mit den Stofffetzen zu basteln. Eine Frage, Morty. Ja. Darf ich das Aufziehauto auseinanderbauen? Du darfst es auseinanderbauen. Aus den Einzelteilen davon einen Aufziehmechanismus in das Stofftier aufbauen, dass wenn man es aufzieht... Nein, du kannst keine Supermaschine bauen. Zuschnallt und zum Beispiel dann mal ein bisschen Schwarzpulver reinmacht und das dann explodiert. Also ich so Stofftierbombe macht. Als Bombe funktioniert es nicht, aber zum Knallen funktioniert es. Ja, ich weiß, aber ich meine, solange ich nichts Größeres habe, möchte ich das so machen. Ja, dann würfel mir auf deinen Wert dafür. Okay. Das war ein D20. Das ist ein D58. So, auf Handwerk. Ja. Mechanik habe ich 50. Was habe ich geworfen? 58. Nein! Du hast doch diverse Pistolen. Nee, sind sie mir nicht wert, dann geht es halt kaputt. Was verliere ich? Ein Stofftier und ein Aufziehauto. Du hast jetzt Teile. Okay. Teile. Ja. Teile. In Klammer. Bisschen Stoff und Zahnräder mäßig. Gut. Okay. Ich werde Bomben bauen oder sowas. Gut, dann kennt ihr eure Reihenfolge, dann würfelt nochmal. Reihenfolge auf was müssen wir jetzt würfeln? Nochmal das gleiche wie eben. Bruder, dasselbe wie eben. Geklappt. Als Team. Ich wollte gerade sagen, zuerst ist eigentlich. Ach so, ja, gut. Worauf würfel ich? Für Wahrnehmung. Auf Wahrnehmung, oder? Ja. Ja, genau. Wahrnehmung. Dann die anderen beiden für Stärke. Ja. Und ich dann auf Geschicklichkeit. Habe ich nicht geschafft. Gut. Ihr seht, wie sie. Ja, definitiv nicht. In die Sonne guckt für ein paar Minuten. Ich bin erstmal blind. Ja, mir reißt es wahrscheinlich das Segel aus der Hand. Ja, gut. Dann Stärke, Segel. Nicht geschafft bei mir. Warum habe ich so wenig Wahrnehmung? Ich hatte ja schon davor geworfen. Und ja. Und ich vermute mal einfach nur einen Standardwurf. Oder wird mir noch irgendwas erschwert oder vereinfacht? Standard. Es hat keiner sonst was geschafft. Jetzt musst du es machen. Warum habe ich jetzt... Klar, ging durch. Danke. Ich wüsste keinen Grund, warum ich so wenig Wahrnehmung haben sollte. Warum habe ich mir so wenig Wahrnehmung gegeben? Weil du ein blinder... Ich bin... Ich hab Händlerin, Notarin als Beruf, ich bin Kapitäns. Es ist. Du trägst halt so eine klassische Sekretärinnenbrille. Ich brauch für alles Wahrnehmung. Kette. Das ist für alles meine Jobbeschreibung ist Wahrnehmung. Wie gesagt, du trägst halt permanent so eine Sekretärinnenbrille an so einer Perlenkette. Ein Monokel. Du kannst zwar gut gucken, aber nur auf die kurze Distanz. Oder so. Nein, auf die lange Distanz. Eigentlich auf die lange Distanz, deswegen trage ich ein Monokel. Aber was soll es? Ich hab was halt so geskillt. Ich hab einfach dumm geskillt.
Wurf geschafft? Ja, ich hätte meinen Wurf geschafft, das hatte ich gesagt. Okay, dann habt ihr den Vorsprung, den ihr gerade zu dem Schiff aufgebaut habt, gerade wieder ein bisschen verloren. Großartig. Ihr seht's noch, aber es ist ein gutes Stück weiter weg. Ist unser Schiff inzwischen in der Nähe, oder? Nein, noch nicht. Wie blöd, ihr habt ja neue Zeit, um Dinge vorzubereiten. Wie blöd haben wir unser Schiff Es wird jetzt auch langsam dunkel. Wir müssen einen extrem dummen Captain haben. Das ist kann ich den aktuell. Kann ich den am Steuer fragen, ob er besser ist in Stärke? Nein. Ob man vielleicht tauschen könnte? Kleiner Tipp, okay, 30. Ich hab auch 30. Könnte ich unseren Kapitän fragen, was er oder sie denn in Wahrnehmung hat? Weniger als du. Ich habe in Wahrnehmung... Ich habe eine gebrochene Hand, ich kann... Und? Damit bist du vermutlich trotzdem noch besser als unser Mage. Ja, einfach nur mal die Frage bitte beantworten. Ich habe so wenig Wahrnehmung, dass ich da unten fehle. Ja, ein Zahlenwert, wenn es geht. 35. Ah, okay, dann haben wir dieselbe Wahrnehmung tatsächlich. Aber Stärke ist halt auch gerade unbrauchbar, weil... Hey, du hast doch gar nicht so viel Minus. Du hast nur minus 4. Ja, aber ich habe eine gebrochene Hand, da macht das storytechnisch keinen Sinn, dass ich jetzt das Ruder übernehme, oder? Dann benutzt halt die andere. Macht storytechnisch noch weniger Sinn, dass du Captain bist. Ich habe bei Stärke 20 minus 4. Ja, ich habe 10. Ich bin besser in Wahrnehmung als in Stärke, es ist da. Du kannst versuchen, aber... Bei meinem Würfelglück, wir können es versuchen. Das Schiff baut noch mehr Abstand auf, ihr seht es kaum noch. Wollen wir es versuchen? Ja, das ist schon ja. Die ganze Zeit, aber egal. Okay, dann versuchen wir es, dann verdienen wir das Schiff komplett. Gut, dann und Wahrnehmung. So. Dann würfel ich auf Stärke. Gut. Damit ist jetzt unser Mage als Wahrnehmung dran. Richtig, dann gucke ich mal. Ja, nur 7, perfekt. Das ist sogar in den Top 25% drin. Ja, wirklich mal stärker. Du kriegst einen Vorteil darauf. Einen. Okay, warte mal. Ein was? Ein Vorteil. Also minus 1 so. 20 auf den Wurf. Ups, das war ein Unterstrich. 58. Oh Mann, das ist weit drüber. Gut. Dann jetzt als nächstes Blank. Also jetzt? Ja, du, Stärke. Ich gehe auf Stärke. Wie ich gesagt habe, verkackt. Geschick. Ja. Echt jetzt? Das habe ich verkackt? Oh nee. Uff, oh Gott. No. Würfel ich mal. Ach, ich habe da einen Wert von... 20 minus 4 ist. Wie viel ist 20 minus 4? Keine Ahnung. 20 minus 4 ist 16. Das ist jetzt ziemlich wirklich. Es ist okay, wenn ihr wollt. Ist immer noch 6 Punkte mehr als der andere. Mhm. Das stimmt. Das ist halt. Mit einer gebrochenen Hand. Ja, okay. Ihr verliert tatsächlich das eine Schiff. Aber. Wir hätten das gesehen können. Auf so einer geraden untergehenden. Hinter so einer gerade untergehenden Klippe taucht tatsächlich ein euch wohlbekanntes Schiff auf. Eures. Oh. Juhu. Die Nachricht scheint scheiße gewesen zu sein, aber nicht scheiße genug. Das war wahrscheinlich gerade das einzige Schiff, was da in der Nähe war. Nein, es gibt schon Möglichkeiten. Ah. Okay. Okay, ran ans Schiff und an Bord des Schiffes. Wenn der Mann an Bord. Es wird auch eine Leiter runtergeworfen und Haken, um das Boot wieder festzumachen. Nur wir gehen an Bord, würde ich sagen. Dann geht ihr an Bord. Das tun wir. Und ich beziehe die Kapitänskajüte. Die beziehst du sowieso. Yep. Ich denke mal, hier müssen wir jetzt nicht mehr steuern oder irgendwas. Wir haben einen Steuermann und wir haben. Ihr habt gerade so einen Steuermann. Ihr habt aktuell einen Schiffskoch, einen Steuermann. Ein Arzt und was war sie nochmal? Was sind die Jobs? Eine, die quasi so die Bootsfrau ist. Was sind die Jobs der anderen?
Ich bin Mechaniker, logischerweise. Was ist dein Job am Schiff? Auf dem Schiff? Mechaniker. Ja. Das gibt's okay. Auch auf Schiffen. Nennt sich dann zwar Zimmermann, aber okay. Meistens, ja. Aber ich glaube, ich bin auch Mechaniker. Nur mit Stahl. Ich hab schon mal versucht, den alten Captain zu überzeugen, einen Helikopter draus zu bauen. Was machen die anderen zwei? Er wollte nicht. Gut, dann seid ihr jetzt an Bord. Wohin wollt ihr denn gehen? Ja, falls das sprechen? In die Richtung, wo das Schiff verschwunden ist. In die Richtung. Nein, ihr seid auch an Bord des Schiffes. Wohin wollt ihr denn gehen? Aber wir haben ja ein Schiff verfolgt. Mit dem Beiboot. Das wollen wir jetzt mit dem Schiff weiterverfolgen. Ja, und du sollst jetzt sagen, wo du auf deinem Schiff hingehen möchtest. Das Schiff, das andere du und das Schiff, ihr seid nicht eine Entität. Du hast Leute auf dem Schiff, du musst Leute anweisen. Ich trete normalerweise. Mitteilen, was der normalerweise gibt es irgendwo einen Posten, das ist entweder neben dem Steuerrad oder irgendwo auf einer anderen Erhöhung. Ich denke mal, bei uns ist es eher beim Steuerrad, wo man hingehen kann, um an die Mannschaft zu gerichtet den Kurs zu. Ja, ihr habt so ein kleines Megafon neben dem Steuer hängen. Und da gehe ich hin und gebe jetzt den Befehl ans ganze Schiff, dass man. Geh unter Bord und kontrolliere das Schiff. Dass das Schiff jetzt den Kurs in die Richtung, wo das Schiff verschwunden ist, füllen soll. Ich gehe Richtung Küche. / Lager und guck mich um, ob ich irgendwelche interessanten Kräuter finde. Gut, ja, Kräuter habt ihr alles, was ihr normalerweise so an Schiff habt, überwiegend zum Kochen. Ich kümmere mich erstmal um den Zustand des Schiffes und gucke, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich muss jetzt erstmal hier die Bilder ranpacken. Alle Ruder ran, die Ruder und oder an den Antrieb, was auch immer da. Ihr habt einen Ruderer. Wie das Schiff genau fährt, weißt du nicht. Dafür bist du nicht verantwortlich. Auf geht's Richtung Norden. Er kann's einfach. Das Schiff ist Richtung. Wir haben da so eine Kurbel, dahinter sind ein paar Zahnräder und das treibt so eine Miniturbine an. Ja, habt ihr tatsächlich. Okay, ich gebe auf jeden Fall den Befehl zum Ablegen. Deshalb bist du an Bord. Möglichst schnell dem Schiff zu folgen. Oder zumindest in die ungefähre Richtung zu fahren, wo wir das. Ganz ehrlich, das klingt echt voll unterhaltsam. Gut, jetzt ist nur die Frage, wen mache ich zu wem? Ich würde dann tatsächlich auch mit den Lagerbeständen und meinen Alchemiekenntnissen ein, zwei leichte Gifte und ein Betäubungsmittel herstellen. Dann mach das mal. Muss ich dafür was würfeln? Alchemie, logischerweise. Ja, okay. Ansonsten baust du halt nur Mist. So, dann stelle ich euch mal eurer Crew vor, in Form von Bildern. Fantastisch. Ja. Oben links ist der Steuermann, das Pferd mit dem Bier ist der Koch. Darunter ist euer. Ihr seid nicht ganz sicher, was er ist, aber auf jeden Fall der Arzt. Und der Grillo ist der Grillo ist der Arzt, oder? Ist das eine Star Wars-Rasse? Richtig. Das ist der zuerst geschossen hat. Duros. Nee, Duros? Irgendwie so. Der Prompt war tatsächlich Thaddäus als Schiffsarzt. Das ist Greedo aus Star Wars. An welchem Punkt ist Thaddäus zu einem Kamel mutiert? Achso, unten rechts, ne? Ja. Ich weiß nicht, aber das Bild fand ich ästhetisch sehr ansprechend. Ja, ich meine wegen seinem Mund, das hat so ein bisschen was von, nee, eher so ein Schnabel. Was ist der Job von dem? Wie gesagt, ihr wisst nicht ganz, was er ist, auf jeden Fall ist er der Arzt. Und daneben. Wer war nochmal links oben? Steuermann. Ah, warum ist es so? Der hat Bock auf seinen Job. Dran? So sieht doch aus. Genau darum. Die Frau unten links? Perfekt hingekriegt. Ich vertraue unserem. Dann hast du dein Zeug. Ich vertraue unserem Koch, dass in der Lasagne kein Pferd ist, so wie er aussieht. Was macht die Person unten links, Leute? Die Dame ist allgemein für. Momentan fürs Segel und so weiter
für die Sachen, die normalerweise mehrere Leute tun müssen, verantwortlich. Weil wir ja hochkompetente Männer an Bord haben. Das ist die Mindestcrew, die nötig ist, um das Schiff in Bewegung zu halten. Ich habe ja gesagt, warum. Ich war jetzt schon mit einigen von mit drei Leuten von denen unterwegs. Ich weiß, wir haben die kompetentesten Leute. Ja, wir sind eindeutig alle kompetenter als den Kapitän, das stimmt. Ihr seid zumindest ein wilder Haufen. Das definitiv. Also ich halte mich von jedem fern, außer von dem Ruderer. Ich habe das Gefühl, mit dem Koch kann man echt gut spatzen. Das stimmt. Also ich suche die Lagerräume nach Ungeziefer, dass ich dann einfach den umlege. So Ratten oder was auch immer. Nachdem ich fertig bin mit meinem Gift herstellen, gehe ich zu unserem Assassinen und frage, ob er was davon abhaben möchte. Ich nicke. Ausgezeichnet. Wie ist denn der allgemeine Zustand des Schiffes? Irgendwas zu bemängeln? Gut genug. Okay. Body. Ich gehe mal davon aus, dass das Schiff auch schon den Kurs aufgenommen hat und losfährt, oder? Wenn du es ihnen gesagt hast, ja. Ich sag mal, dass das tat du ich. Deine Befehle mitgeteilt hast, statt sich dich zu verhalten. Das habe ich ja ausführlich getan. Ja, das habe ich tatsächlich gehört, war am Anfang so. Dann habe ich das überhört, aber gut, dann ist wunderbar. Ich habe gesagt, dass ich da hochgegangen bin und das gesagt habe. Ja, also ich habe es gehört, alles gut. Jo. Dann vertraue ich euch da mal. Gut, ich nehme das Gift entgegen und rück dafür 10 Silbermünzen raus. Und gebe sehr großzügig. Ja. Jetzt wird sie schon innerhalb der Crew bezahlt. Ich bin dankbar. Ich will jetzt nur mal sagen, ich habe ihnen Zeugs gegeben und ich habe ihn geschildert. Das muss man mal hier anmerken. Also ihr könnt auf jeden Fall sagen, jetzt da ihr wieder... jetzt da ihr wieder... Gut, ich hatte ihnen keinen Namen gegeben, aber... Doch, kein Horn. Jetzt da ihr wieder deutlich bessere Mannschaftsstärke habt, habt ihr auch den Motor wieder auf volle Leistung stellen können und... Irgendwas scheint beim anderen Schiff nicht so 100% zu sein. Es kommt euch vor, als wärt ihr gut 10-mal schneller als die. Oha. Also ihr rast da wirklich zu. Ich muss unseren Assassinen das fragen. Ich frage, ob ich mir einen Dolch von ihnen ausleihen dürfte. Ich nicke und würde dir einen geben. Also irgendeinen von den Gammeldolchen erstmal. Ja, klar. Gut, danke. Ich brauche keine Werte. Ich möchte nur später was damit machen, glaube ich. Oder ich möchte gleich was damit machen. Kann ich einen kleinen Behälter zu dem Dolch so dazu, dass so im Grunde ich mache so eine Tasche? So eine Scheide? Nee. Angriff sozusagen. Mach so einen kleinen Beutel, der so wie so eine Düse mäßig was auf die Klinge machen kann. Aha. Das vergiften cool. Kann das auch so. Ich wollte gerade sagen, ja, aber ich meine so, dass man... Das ist eher wie so eine Spritztüte für einen Kuchen. Ja. Oder geht es einfach immer? Ich meine eher so, dass man das so, wenn man es gerade braucht im Kampf, drauf machen kann. Nicht, ja, dann würde ich zumindest erlauben, dass er es im Kampf vergiften kann und nicht vorher. Ja, so meine ich das ja. Beziehungsweise, so, dass keine Runde braucht. Ja. So, dass ich meine, dass es so ein Dolch hat, der dann einfach, wenn man möchte, erst vergiftet ist, so dass man nicht das Gift an einem falschen Gegner benutzt. Ja, das würde ich zulassen. Gut, dann würfel ich einmal drauf. Der Dolch ist, glaube ich, kaputt. Du hast keinen Dolch und du hast keine Düse mehr. Gut. Sie sind einfach in ihre Einzelteile zerfallen. Ja, ich habe ein bisschen Stoff noch. Fantastisch. Gut. Gut, ich also ihr schafft es tatsächlich, das andere Schiff einzuholen. Was euch aber auffällt, ist, also ihr seid noch nicht in Enterreichweite, aber ihr seht es auf jeden Fall sehr deutlich, ist, dass diese kleinen Inseln, die immer wieder auftauchen und Landmassen, dem Ding tatsächlich Platz zu machen scheinen. Oh oh. Das heißt, es ist wie so eine Blase außenrum. Das ist nicht gut. Das bedeutet, ich hätte gern von jedem von euch mal eine Probe auf Geschick.
ob ihr es insgesamt als Schiff schafft, da durch zu navigieren. Oh Gott. Ich mach auch zweimal mit. 20. Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wenigstens ich hab's geschafft. Ja, also ich hab's auch gepackt. Ich hab's nicht geschafft. Das ist gut. Wie viele von euch haben es geschafft? Zwergi und ich. Okay, das sind 2 von 6. Das ist großartig. Die Plus, ihr habt... Wir stranden. Auf einer Insel. Plus, ihr habt eure Schiffsfrau, die zu sehr an einem Seil zieht und es reißt. Plus, ihr habt den Steuermann, der mittlerweile anfängt, wie ein Wahnsinniger zu lachen und einfach immer drauf zuhält. Okay, wir stranden und stranden auf einer einsamen Insel. Willkommen zu Norway Island. Ich übernehme dann mal. Nein, ihr strandet nicht, aber ihr schafft tatsächlich nicht, irgendwie einen Abstand aufzubauen. Ihr müsst auch viele Sachen umfahren dadurch. Umfahren oder das heißt, umfahren? Also umfahren beides. Oder umfahren? Ja. Beides, deshalb darf der Mechaniker bitte einmal auf einen Reparierenwurf würfeln. Ansonsten mache ich dem Schiff Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Kein das Schaden. Das Schiff ist wieder heilig. Ich glaube, das Schiff ist ganz leicht davor. Ja, du bist wirklich unten mit ein paar Planken, so wie bei Sea of Thieves. Sobald ein Leck auftaucht, hast du schon eine Planke davor und nagelst sie fest. So ungefähr. Ich habe einfach den Stein entfernt, bevor der Stein dagegen prallen kann, so gefühlt. Nein, das funktioniert so nicht. Ich weiß. Es ja, ist auf nicht jeden Fall, den Abstand schafft ihr nicht. Es funktioniert auch nicht so wie in Sea of Thieves, aber egal. Ich weiß, ich habe trotzdem beschrieben, dass er genau das macht und auf irgendeinem Grund funktioniert es scheinbar. Ja. Du meinst, wir segeln über so eine Insel drüber und landen wieder im Wasser. Und alles ist trotzdem noch ganz. Das passiert zwischendurch auch mal. Wie gesagt, er fährt gerade Luftlinie. Hier wird mir irgendwie sympathisch. Gut, ihr habt dann noch eine Aktion Zeit zum. Um irgendwas vorzubereiten. Danach skippe ich auf ein paar Stunden später. Ich würde nochmal meine alchemistischen Sachen, also Kenntnisse benutzen, um aus den Bierkrügen, die ich mitgehen lassen habe, Kristalle herzustellen. Okay. Ich würde tatsächlich nochmal... Mach das bitte mal mit einem Nachteil, weil das ist eine Sache, die funktioniert eigentlich nicht, aber... Ich habe 27 und ich habe 70 in Alchemie. Gut. Brauchst du also nicht würfeln. Alles klar. Ich habe meine Kristalle. Haben wir irgendwo an Bord wahrscheinlich irgendwie Schussreserven? Weil ich würde gerne... Munition auffüllen könnt ihr tun. Ich würde gerne meine Munition auffüllen. Ja, mache ich auch. Dem würde ich mich anschließen und ich würde der... Schiffsfrau, die das eine Seil kaputt gerissen hat, versuchen dabei zu helfen, das Seil wieder irgendwo einzufangen. Da ich mich darin verstehe, durch die Gegend zu klettern. Ja, das kannst du machen. Einmal eine Kletternprobe. Jupp, das kann oder ich unter Akrobatik meintest. Genau. Yo! Ja, kein Problem. Das kriegst du sehr leicht hin. Ja. Gut, sonst noch irgendwas? Wollt ihr was essen, was trinken? Ja, das ist eine gute Idee. Ich schnabuliere mal ein Stückchen Proviant. Es gibt Suppe. Ich schau mal beim Koch vorbei, was es da Gutes gibt. Ja. Ein bisschen Suppe würde ich auch essen. Jo. Es gibt Suppe und wollt ihr mit Wahrnehmung mal gucken, was da so drin ist? Ich esse das. Ich versuche mein Glück. Jo, ich esse das Zeug. Ich esse das Zeug, was ich von der Küche mitgenommen habe. Kannst du. Also vom Wirtshaus. Der Wahrnehmung geschafft hat. Du siehst ab und zu mal eine Ratte inklusive Pelz da drin auftauchen und wieder normal. Ach. Ich esse doch keine Suppe. Ich glaube, das juckt mich nicht so wirklich. Sagen wir, ich bin stolz darauf, weil ich habe sie höchstpersönlich gefangen und dem Koch zur Verfügung gestellt. Ja, der Koch zuckt auch mit den Schultern und schneidet eine Kartoffel, aus der schon ein halber Baum wächst. Das ist vielleicht eher ein bisschen mies, aber ansonsten, ja, der Rest ist doch ganz okay. Fleisch ist Fleisch. Ja, ich würfe mal, wie gut er kocht. Vor allem, wenn man in der Höhle wohnt. Oh boy.
Lebensmittelvergiftung incoming. Es ist nicht gut. Ja, als Piratenkoch an Schiff. Er kann Kartoffeln schälen. Ich sag mal so, es ist knapp, aber es ist essbar. Was hast du auf einem Piratenschiff erwartet? Komm gut. Ich glaube, das kriegen wir nicht. Da ist Kartoffel drin. Hat jemand Zitronen mit? Nö, aber Orangen. Ihr hättet schimmelige Zitronen kaufen können. Hm. Ich hätte Sauerkraut geholt, hätten sie welches gehabt. Wir sind hier nicht deutsch. Na, jetzt kommen wir nicht. Jetzt kommen wir nicht nach Bermuda, so ein Scheiß. Verdammt. Ohne Zitronen. Ja, aber müsst ihr auch nicht. Gut. Also ihr esst so einigermaßen. Es ist nicht gut genug, um euch irgendwie zu heilen oder irgendwie sonst was zu bringen. Aber es füllt den Magen. Und es kommt euch nicht hoch. Das ist schon mal was. Und dann seht ihr nach ein paar Stunden, wie das andere Schiff tatsächlich anhält. Und zwar an einer Insel, die sich vor kurzem von unten nach oben geschraubt hat. Mit das einem nichts Gutes recht heißen. Großen Berg. Ich bin mir auch ehrlich, die sind sich bestimmt nicht bewusst, dass wir sie verfolgen. Nein! Wenn wir in den Felsen gefahren sind. Gut, ihr begebt euch in Reichweite. Ja. Und wollt ihr irgendwie speziell manövrieren, dass ihr mit dem haltenden Schiff fahrt, oder lasst ihr zu, dass er einfach straight reinfährt? Wir könnten ja versuchen, eine Bucht hinter dem Schiff in Deckung zu gehen. Das ist gerade zu fortsehen. Ich bin zu verwirrt von dem Keilhorn. Buchten ist nicht. Okay. Ihr fahrt quasi von der offenen Seite. Unsere Schiffsmitglieder verwirren mich zu sehr. Ihr seid ein bunter Haufen. Und ihr seid effektiv. Das gewesen. Auf jeden Fall. Der Großteil von uns war effektiv. Ich würde gerade sagen, wir haben hier einen Großteil unserer Leute irgendwo zurückgelassen, also. Ach, die kriegen ihre Koordinaten schon noch. Ich dachte, der Großteil unserer Leute ist auf dem Schiff mittlerweile. Nein, ihr seid tatsächlich nur zu acht. Der Rest. Ja, ich würde gerade sagen, der Rest sind nur auf der anderen. Da. Okay. Der Rest muss gucken, wo er bleibt, und wahrscheinlich bleibt er gerade in irgendwelchen Bars und säuft sich zu. Ja. Ach so, die haben ihren Lohn schon gekriegt, oder wie, oder was? Was für ein Lohn? Jemand hat was von Bezahlen gesagt. Ja. Wenn man lang genug trinkt und hofft, dass der Kapitän kommt. Das stimmt. Ja, ich glaube, wir fahren doch einfach mit dahin, oder nicht? Okay, ihr haltet sie nicht davon ab, irgendwie abzubremsen oder sonst was. Also doch schon abbremsen. Wir wollen nicht, aber dass halt er in ihn reinbrettert. Ich würde sagen, kurz davor sollte er spätestens zum Stehen kommen, oder? Gut, dann werde ich mal eben Werte geben. Okay. Beziehungsweise Werte auf Schifffahren geben und dann. Den nächsten kann man mal. Volles Kapern, ihr Schiff. Also verstehe ich nicht. Schiff reparieren. Mit 8 gegen... Gucken wir mal, was Steuermann heißt. Keine Sorge, ich leg die alle von hinten um. Ey, wir sind 8. Wir haben davor zu viert 11 oder 12 besiegt. Du legst die... Sieben Gegner, aber insgesamt waren wir da irgendwo... Du legst die alle von hinten um, genauso wie den Gemüsehändler in den Gewürzhändler in der Stadt. Den habe ich nur bedroht. Dass ich keinen Charisma habe, ist eine ganz andere Geschichte. Und ganz ehrlich, ich glaube, die Hälfte der Leute flieht schon, wenn sie den Schiffarzt sehen. Die denken, der gibt denen eine Krankheit, anstatt die zu heilen. Auch er ist ganz gut. Er hat euch bisher immer gut zusammengeflippt. Ich will gerade sagen, das bezweifle ich nicht, aber ach, übrigens, wird die zurückschrecken. Ach übrigens, Morty, fällt mir gerade mal auf. Ich gehe vielleicht mal zu dem Schiffsarzt und zeig dir mal meine gebrochene Hand. Ich erlaube dir, dass du das vorher getan hast. Das habe ich getan. Sagen, das hätte ich eigentlich unserem Mage auch mal empfohlen, aber ich weiß nicht so genau, wie viel Schaden er insgesamt eingesteckt hatte. Unser Mage hat 2 Schaden gekriegt und hat 2 Leben durch seine exzellenten Kochkünste gekriegt. Deswegen, ich wusste nicht, wie viel Schaden du irgendwo bekommen hast. Deswegen, bringt mir das irgendwas, dass ich dir meine Hand gezeigt habe? Oder? Wird abgehakt. Ich erlaube dir, dass du wieder volle Kraft hast. Ja. Er verbindet dir das. Sagt, du sollst dich so sehr bewegen, aber du kannst sie wieder benutzen. Ordentlich. Aha.
kann sie wieder mit meinen vollen 20 Kraftpunkten nur nutzen. Exakt, so, gucken wir mal. Oh boy. Oh, der ist sogar richtig gut im Navigieren. Er kann gut sein. Navigieren ist das. Plus, oh nein, Moment, das ist Navigieren. Sorry, ich muss neu würfeln. Ich hoffe, es hat geklappt. Oh boy. Oh, ja gut. Können wir nicht einfach die 30 nehmen? Ich dachte auch, die 30 wären richtig. Ja, das war mein Fehler, dann nehmen wir die 30. Gut, dann hat er es sehr gut geschafft. Er driftet quasi so, dass euer Heck deren... Déjà vu. Ja, genau. Er hat einfach genau so werfen lassen, dass eure Schiffe quasi noch eine 30 cm Lücke dazwischen haben. Ihr könnt auf deren Schiff kommen und die auf eures. Zum Glück habe ich Pistole. Ich würde ganz kurz gucken wollen, wie viele Leute auf dem Gegnerschiff sind. Ich glaube, dafür ist es so eine schlechte Idee. Also um genau auszukundschaften, ist glaube ich ein bisschen. Ich gebe dir auch, dass du das vorher gemacht hast. Dann würfeln wir mal auf Wahrnehmung. Wann vorher? Kurz vorher. Während du beim Arzt warst. Nicht geschafft. Gut, also du siehst vier Leute, vielleicht mehr. Okay. Aber die sehen auch gut ausgebildet aus. Oh boy. Der nächste Kampf war so. Waffen. Ja, natürlich. Let's go. Wie brennbar ist die nicht? Haben wir eigentlich schon einen neuen Tag? Wir haben einen neuen Tag. Ah, okay. Ja. Ausgezeichnet. Gut, dann lass uns rübergehen. Würde ich sagen, oder? Gut. Bereit zum Entern. Dann entert mal. Ich gebe den Befehl zum Entern. Gut, dann kriegt ihr noch... wen von denen möchtet ihr mitnehmen? Zwei könnt ihr mitnehmen. Und den Steuermann. Nein, den brauchen wir noch. Hab ich mir gedacht. Ja, ich möchte den Steuermann auch hier. Im Moment steht ihr. Also ich finde, wir sollten den Koch noch mitnehmen. Der kann bestimmt gut kämpfen. Ich würde sagen, alles macht ja in die RAM-Attacke. Warte mal, wer ist denn eigentlich unten links? Die blauhaarige. Das war die Schiffstante. Die Schiffstante? Ja, die alles macht. So. Ja, ich finde Segel und was nicht alles. Die hat so einen leicht verrückten Blick drauf. Das könnte gut werden. Ich finde, wir sollten Kainhorn und Guido schon mitnehmen. Das ist schon eine gute Kombination. Also ich möchte unseren Schiffsarzt opfern. Also der Schiffsarzt ist mir wichtig. Richtig, der kann einiges drauf haben, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, aber keine Ahnung, ich habe Angst, dass die irgendwie sterben. Ach komm, lass uns den Schiffsarzt und Ding mitnehmen. Kainhorn? Ja. Kainhorn und den Schiffarzt. Wir nehmen einfach die für unsere Lebensversorgung da sind, mit. Ja. Das ist immer eine gute Idee. Technik ist wichtiger. Headpoints. Nice. Okay. So, also wir nehmen Guido und Kainhorn mit. Oh mein Gott, ich dachte... Ich hab grad Calomel gelesen, da unten als Namen. Das, so wie der Typ aussieht, würde das auch ein guter Name für den Schiffarzt sein. Ja. Nee, der heißt jetzt Guido. Okay. Also wenn, dann Bane, aber okay. Okay, das heißt, wir sind jetzt zu sechst und wir gehen langsam auf das gegnerische Schiff rüber, ne? Und wir haben mindestens 5 Schusswaffen. Jo. Oh mein Gott. Ich hab's auf den falschen Block gemacht, deshalb. Ich halte mich erstmal zurück. Also ziemlich weit hinten und lass unseren Kapitän vorgehen. Ich halte mich auch zurück. Ich gerade 20 Sekunden und ich hab auch Werte für alles. Alles gut. Achso. Ja klar, nur die Ruhe. Die Kippen verlässt du letzter Schiff. Also ich würde mich an der Reling halten, also so leicht hinterdecken. Die sind ja doch. Meistens ja, dafür gemacht, dass man rüberschießen kann. Tito. Bis ich meine Waffen leer habe. Danach kommt die bessere Waffe. Der Koch kann kochen, interessant. Aber der... normalerweise kommt auch Schusswaffen durch, eine Holzreling durch. Also ohne Probleme. Ja, schon, aber... Ja, aber sie können nicht so gut auf dich zielen, wenn sie nicht genau wissen, wo du stehst. Ja, und so ein Flintlock.
Und so ein Flintlock kann sich ja schon mal verkeilen in dem Holz. Ist jetzt kein dünnes Holz. Das stimmt auch wieder. Ich wollte jetzt nur damit sagen, dass es ja keine 100%iger Schutz ist. Ja, ach nee, aber es ist besser als kein Schutz. Das meinte ich damit. Keine Ahnung, wir können es immer noch hinter deinen Captain stellen und hoffen, dass auf ihn schießen. Ich glaube, er ist kleiner als ich. Ich wollte gerade sagen, hinter dem Captain steht, das ist kaum der Kopf. Was heißt denn Pfanne? Dann könnte ich hinter keinen Hund stellen. Der sieht groß genug aus. Pen. Danke. Aber mit A, sonst ist es ein Stift. Wie pansexuell. Ich weiß. Pansexuell. Was zur Hölle ist pansexuell? Leute, die auf Pfannen stehen. Pan heißt aber auch gleichzeitig Brot, wenn man auf Spanisch ist. Das sind Leute, die auf Brot in Pfannen stehen. So, ja. Da ist das. Auch bekannt als Knoblauchbrot. Ach nee, das wäre wieder asexuell. Er wird sich einfach nur ein Säbel mitnehmen. Okay. Knobi-Brot in der Pfanne geschmort. Okay, wir sind bereit. Ihr habt drei Gegner? Ja. Drei Gegner? Ihr habt drei Gegner. Ihr könnt euch ja mal umschauen im Kampf und gucken, was dann genau los ist. Ich sage mal, sie sind nach euch dran. Das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Elite. Exakt, die sind ein gutes Stück stärker als die letzten. Okay. Das wird schön. Hast mal wenigstens ein anderes Hintergrundbild, damit ich nicht so abgelenkt bin. Von keinem Morgen. Nein, das sind die Charaktere, die mit euch kämpfen. Wie kann die zwei, die nicht da sind, löschen? Morty, kannst du mir kein Horn schicken? Ich schick dir ihn sicher. Kannst du Gredo mal nach oben passen, damit er auf ein Bild passt? Ja, sicher, Moment. Kannst du Gredo nach oben? Nehmen kein Horn. So. Das war jetzt ein Jumpscare. Das war jetzt ein Jumpscare. Gut. Morty. Also die habt ihr gewählt. Dann würfelt mal eure Initiative. Morty, irgendwie möchte ich, dass wie würfel ich meine Initiative? Dass kein Horn noch einen Unterkörper 20. bekommt. Kannst du mit Dingens machen? Ach, die 20. Die 20. Ach, okay. Wie hast du von 20? Ja. 57. Wie würfel ich jetzt Initiative? Worauf würfel ich dann auf den? Die 20. Einfach eine 20er. Okay. Ein D20 einfach nur. Du musst nochmal neu würfeln. Du hast einen 10er gewürfelt. Du hast die 10er genommen anstatt einen D20er. Deswegen hast du das zweimal geschafft, den falschen zu nehmen. Okay. Einer fehlt noch? Nee, ich hab schon. Hast du da oben? Ja, ich hab nur super schlecht geworfen. Okay. Ach, ist eh egal, wir sind eh als erstes. Also fang ich an. Jo. Ja, ne. Ja. Ja, kommt drauf an, was unsere zwei Kameraden noch haben, oder? Also ich, Kalome. Ja. Ah, stimmt, die kriegen ja auch noch was. Also die beiden müssen. Kainhorn und Guido müssen noch. Ganz genau. Richtig, und dann hat noch die Gegner. Weil die werden uns ja bekommen sehen. Die sind nach euch dran, sag ich. Echt? Die sehen uns nicht kommen. Oh boy. Keiner ist als erstes dran. Ich bin nicht letzter. Nein. Keiner von uns ist auch nicht erster. Ja, ganz genau. Ich muss aber sagen, ich glaube, mit Greedo könnte man eine richtig gute so diese Meme-Animation machen, wo dieser Schnabelmäßige immer weiter nach vorne geht. Okay, bei Kainhorn auch. Du kannst beide so erweitern, dass sie sich küssen. So, jetzt lass uns mal spielen. Ein bisschen. Ja, gut. Also, Kampf. Ihr habt drei Gegner und ihr seht, wie Kainhorn nach vorne rennt und seine Pfanne wirft. Was hat die für einen Schaden? Geht für Instant Dead. Weißt du nicht, aber er trifft auf jeden Fall, oder? Gucken wir mal. Ah ja, trifft tatsächlich. Das ist übrigens eine Waffe, die führst du auf Wille, weil das musst du auch wirklich wollen. Also ich finde es cool. Ich finde es schade, dass das Grido nicht angefangen hat. Ja, schade, gut. Dass der nicht als erstes geschossen hat. Das wäre so großartig gewesen. Ich dachte gerade, er hat 38 Schaden gemacht. Einfach, weil ich den Effekt sehr mag.
werde ich einfach mal dafür sorgen, dass er es trifft und dass es ein Überraschungsangriff war. Dong. Gut, ihr seht, wie er trifft. Ein lauter metallener Klang halt über den übers Deck. Ja, genau. Und ihr seht auch, wie er so ein bisschen um sich taumelt und er wirkt irgendwie glitschig. Benommen, oder? Was? Ist er benommen, glitschig? Oder? Ja, nee, glitschig vermutlich, weil er dann noch fett in der Pfanne war. Exakt. Hm. Oh. Oh Gott. Das fand ich gerade zu stumpf, sorry. Ja, das wusste ich, weil wir über den Effekt geredet hatten. So, wer ist jetzt nächster dran? Als nächster müsste... Wie viel Schaden ist das? War kein Horn dran, jetzt ist unser Buchhalter, danach der Mage, der Kampfzwerg. Und danach ich. Ja, ja, dann bin ich dran, dann ist Guido dran und dann halt die NPCs. Okay, sind wir jetzt alle schon an Bord des feindlichen Schiffes, oder? Also ich bin ja, noch bei uns. Ihr seid gerade rüber und habt angegriffen. Oder so. Okay, dann würde ich mal sagen, ich nehme meine Pistole und schieße mal auf den ersten Gegner, der mir in Blickweite kommt. Okay, das kannst du tun. Worauf würfe ich da? Ich habe nicht wirklich einen Wert dafür. Okay, ich habe einen Wert, doch, ich habe einen Wert dafür, den habe ich aber noch nicht umbenannt. Ich habe einen Wert namens Schleuder bei mir stehen. Der ist genau dafür, ja. Weil die Pistole ehemals eine Schleuder war. Das ist mein Pistolenwert, ja. Okay, das ist gut. Pistole. Einmal umbenannt. Oh mein Gott, das ist so schlimm. So, dann. Ich schieße. Und ich treffe daneben. Ich will die Vorstellung gerade. Hast du getroffen? Ich habe nicht getroffen. Okay, gut, dann brauche ich auch nicht ausweichen würfeln. Ich war nämlich gerade abgelenkt. Ich musste nämlich auch gerade Werte für die Jungs besorgen. Ich habe verfehlt. Gut, dann ist jetzt unser Mage dran. Ich suche mir eine Deckung. Und ich würde eine Illusion erschaffen, die relativ weit vorne steht von mir. Das kannst du tun, dann würfel darauf. Die Illusion ist erfolgreich. Ja. Okay, sehr gut, dann beschreibe sie. Die Illusion sieht aus, wie ich relativ weit vorne und ist dabei, ein, keine Ahnung, Feuerball zu beschwören, der keinen Schaden macht, aber die Gegner fallen drauf rein. Gut, also erstens, ob sie drauf reinfallen, weiß ich nicht. Es ist nach wie vor dieses sehr flache, sehr glitschige, also ach sehr so, glitschige okay. Bild. Weil du hast immer noch meine Illusion und nicht eine gute. Okay. Gut, das steht jetzt den Geist beschwören können. Gut, unser Kampfzeug ist dran. Jo. Ja, ich schieße mit der Pistole und zwar erhöhten Schaden. Okay. Warte. Ach. Ich werf meine restlichen Teile weg. Das sollte wahrscheinlich eins wert sein, oder? Ich brauche nur einen Punkt. Das wie deine Zahnräder oder die Stofffetzen von dem. Ja, ich habe noch ein bisschen Stoff. Ja, seht normales das Zeug halt. Weil dann hätte ich noch getroffen. Dann schmeißt es weg und dann triffst du. Gut. Gut. Soll ich Schaden machen? Oder nein. Wie sieht's aus? Okay. Offensichtlich nicht, weil das ist definitiv besser. Schade. Gut, wissen die auf jeden Fall, wo wir alle stehen, oder könnte ich noch irgendwo versuchen, mich potenziell zu verstecken, dass ich dann aus dem Hinterhalt angreifen kann? Na gut, ich sag mal so, zumindest euer Koch ist wie so ein wahnsinniger brüllend drauf reingestürmt, also nein, verstecken ist nicht, das ist ein offener Kampf. Okay, gut, dann würde ich gerne den gezielten Schuss vorbereiten mit meiner Armbrust. Gut, dann ist das deine Runde. Der Next. Ja, das ist dann Guido.
unser Arzt. Ja, gut. Dann gucke ich mal, was er alles Lustiges konnte. Hoffentlich Heilfähigkeiten. Oh, hat er. Okay, er würde tatsächlich zwischen die beiden gehen und... dann dürften die beiden anderen mal ausweichen. Okay, zumindest einen trifft, der andere schafft es noch, sich auf den Rücken fallen zu lassen. Dem haut er so einen richtigen, so eine Wolke aus schwarzer Tinte ins Gesicht. Er hat übrigens scheinbar auch mehrere Tentakel, was euch nicht klar war. Mhm. Hentai. Geburt. Je mehr man weiß, ne? Ja. Also einer ist geblendet. Jetzt ich will hier von Fanfictions haben. Ist fettig ein Nachteil für uns? Das will, ist will, fettig brennbar. Ich will wilde Fanfictions lesen. Das ist die beste Frage, oder nicht? Oh, das kann ich nicht so austesten, ob fettig brennbar ist. Ja, zum Beispiel. Er ist auf jeden Fall eine Brennstation. Und vor allem darf er jetzt erstmal angreifen. Versucht natürlich den Koch anzugreifen. So. Okay, gut, dann gucken wir mal. Das zweite ist der Angriff übrigens. Gucken wir mal. Oh, er schafft es tatsächlich, auf ihn zuzukommen und anzugreifen. Jo. Oh, er trifft auch. Der Fettige. Meine Treffen alle tot. Jesus, was haben die denn für Werte? Das sind die meinen, die sind stärker. Crew. Die sind ein gutes Stück stärker. Vor allem halten sie auch mehr aus. Oh Gott, ich bin zu müde. Das ist Messer und Ding. Das ist es. Okay. Okay, er kriegt 2 Schaden. Und beschwert sich so ein bisschen. Gut, dann die anderen beiden. Der Geblendete würde jetzt als nächstes angreifen. Kannst du vielleicht irgendwie, hast du irgendwie eine Möglichkeit, die gegnerischen Angriffe abzukürzen? Einfach ja, aus zeitlichen und Energiegründen. Da sind so eine Stunde angelangt. Das mache ich für gewöhnlich. Wo der Kampf ein bisschen schneller gehen muss. So, die beiden, der erste trifft, der zweite nicht. Ah ne, Quatsch, der erste hat noch... Plus 20, der erste trotzdem. Gut. Der erste würde dich versuchen anzugreifen, Buchhalterin. Yes. Ich weiche aus. Oder auch nicht. Ja, gut. Dann kriegst du ebenfalls einen W6. Die haben nur Nahkampfwaffen. Du kriegst 2 Schaden. Ja, fantastisch. Meinst du, wir können heute nicht sterben? Ihr könnt generell nicht so einfach sterben, nein. Ihr könnt den Kampf verlieren, aber sonst. Gibt es dann irgendwelche Punkte, wo wir dann sagen. Ihr dürft jetzt. Gibt es irgendwie einen Punkt, wo ich dann sagen muss, ich werde ohnmächtig oder wie? Wenn du auf 0 bist. Kein Ohn. Okay, wenn ich auf 0 bin, bin ich nicht tot, sondern bin ich ohnmächtig. Achso, ja, stimmt. Koch darf. Ja, ich würde sagen, kein Horn ist dran. Genau, kein Honest. Also auf 0 bedeutet nicht tot, oder, Modi? Ja, immer noch. Seit wie es am Anfang erklärt hat. Ja, eigentlich bedeutet 0. Eigentlich ist 0, ja. Er versucht dem eine Ohrfeige zu geben, aber schafft es nicht. Welchem? Dem Tintigen, dem Fettigen oder der gar nichts hat? Dem Fettigen. Aha. Das ist sein Gegner. Gut. Okay. Jetzt ist unsere Buchhalterin dran. Ich war doch gerade eben dran. Nein, warst du nicht, Mann. Du warst. Nein, du wolltest doch, dass ich die Angriffe abkürze. Okay, ein kritischer Erfolg. Ich habe tatsächlich geschossen. Gut. Damit brauche ich eigentlich gar nicht würfeln, dann triffst du. Dann machst du deinen Schaden. 2W10 Schaden mache ich. Mit der Pistole. 2W10? Ja. Ach ja, ich hatte gesagt, du hattest so eine richtig üble Schrotflinte. Achso. 2W10. Beziehungsweise so eine. Für euch ist es eine Pistole, für sie ist es eine riesige Schrotflinte. Ja. Ja, dann mach mal Schaden.
2W10, hier. 14. Okay, dem haust du ordentlich eine rein. Auf welchen war das jetzt? Muss ich sagen, wahrscheinlich auf den normalen. Der mir am nächsten stand, wer war am nächsten? Dann der normale. Der normale. Gut, du fliegst auch so nach dem Schuss so ein, zwei Meter zurück. Ja. Okay, gut, dann bin ich jetzt von... Ja, genau. Ja. 46. Ich würde einen Feuerball schießen und der trifft. Okay, also, auf wen? Wie der Zwerg auf den Öligen. Auf den Fettigen. Ausweichen darf er nicht, dann mache ich einen W4 Schaden. Immer noch die beste Szene in Fluch der Gräbig, ich glaube Teil 2 war das. Dann kriegt er, dadurch, dass er fettig ist. Der Zwerg mit der Bazooka. Okay, das heißt, du machst insgesamt 8 Schaden. Weg ist er. Die Drohne und er brennt. Fettige war er hier. Der ist jetzt auch erstmal abgelenkt und wird nächste Runde wahrscheinlich was nicht kampfmäßiges versuchen. Na, ich schieß mal wieder. Ja, dann schieß. Hat getroffen, also hat geklappt. So. Sehr gut, du lernst. Hat geklappt, wie gut hast du es? Wahrscheinlich nicht Hälfte, oder? Nee. Gut. Auf wen hast du überhaupt geschossen? Ja, auf den, wie heißt es? Auf den nicht. Nichts, nichts. Der mit dem minus 14. Ja. Okay. Ja, dann hast du nicht getroffen. Okay. Ja. Gut, dann bin ich jetzt dran. Und ich würde dann halt mit meiner Armbrust meinen gezielten Schuss jetzt durchführen. Exakt. Jo. Und wenn ich darauf jetzt nicht irgendeine Art von Bonus kriege, habe ich tatsächlich nicht getroffen. Nein. Also den gezielten Schuss. Wenn du zielst, habe ich dir irgendwas gesagt? Oder war es nur die Fähigkeit? Ich glaube, du meintest, es wäre vermutlich nur der Schaden, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Okay, ich guck einfach mal. Ja. Shot. Du machst mit Bonus. Achso, cool. Noch einen D20 einfach nochmal. Ja, und das ziehst du davon ab. Jupp. Schauen wir mal. 60. 60, das ist sogar noch in meinem Rahmen. Okay, gut. Dann triffst du. Dann darf er gucken, dass er ausweicht. Gut, auf wen den minus 14er. Okay. Ja, das schafft er. Das heißt, die Fähigkeit war für nix. Klasse. Der ist halt, das ist halt ein sehr guter Wert beim Ausweichen. Gut. Ja, gut, dann ist Guido jetzt dran. Ja, gut. Er versucht mit einem seiner Säbel anzugreifen. Er hat diverse, nein, der trifft nicht. Er hat 8. Er schwebt durch die Luft wie so ein Helikopter. Tatsächlich okay. Gut. Helikopter. Dann haben wir erstmal den Fettigen, der greift an. Ich dachte, der Fettige ist noch in Brand und irgendwie abgelenkt. Ach ja, stimmt, okay, sorry, dann cutten wir den ersten raus. Der versucht tatsächlich sich zu löschen. Dann gut, dann lass die 16 zum Löschen und er schafft's oder so. Er schafft doch tatsächlich, sich zu löschen. Oh. Das mache ich bei einem D4. Oh nein. Der 100er. Das ist ein kritischer, dann muss ich kurz gucken, was ich ihm gebe. 3. Okay, der schlägt tatsächlich mit ordentlich Kraft zu. Und schmeißt sein Schwert irgendwo hin. Der ist jetzt erstmal unbewaffnet für eine Runde. Und der letzte würde treffen. Der letzte ist der mit Tinte. Habe ich aber wieder den Nachteil nicht gemacht. Das heißt, er kriegt nochmal Plus. Das heißt, das trifft nicht. Sehr gut. Gut. Um es jetzt kurz festzuhalten. Der Fettige brennt nicht mehr. Der mit minus 14... hat keine Waffe und der andere hat immer noch Tinte im Gesicht. Ja, bis ich mal dran denke, den Nachteil auszuspielen. Okay. Na, fantastisch. Ja, jetzt dürft ihr wieder, beziehungsweise... Kein Horn. Ja. Kein Horn, dann ich und dann... Unser Koch versucht diesmal mit Kraft anzugreifen. Oh, boy. Er ruckt sie alle weg. Der Schädelbumser.
Der Schellert. Ah, Stärke, das ist... Das müsste ein Extremer sein, gut. Jedes Mal, wenn er trifft, muss dieser Sound einfach eingespielt werden. Okay, nein. Er trifft tatsächlich. Einfach nein. Er macht ihm 2 Schaden mit einer ordentlichen Kopfnuss. Welchen schadet er? Dem sehr angeschlagenen, der bei ihm steht. Okay. Da ich die Scheiße schneiden muss, nein. Ich werde keine Sounds einspielen. Gut, der sieht aber auch nicht mehr gut aus. Dann dürft ihr jetzt wieder. Gut. Buchhalterin bitte. Dann bin ich wieder dran. Ich schieße. So schieße ich. Das müsste geklappt haben. Ja, hat geklappt. Ja. Hab getroffen. Auf wen schießt du? Soll ich Schaden auswerfen aus. Mach das mir sagen. Ist was auf den Fettigen. Auf den schieße ich. Okay, gut. Schaden auswerfen. Ausweichen. Wie gut hast du gewürfelt? Ich habe auf Pistole 55. Okay, das heißt, es ist ein normaler Erfolg bei dir. Er hat tatsächlich einen guten, das heißt, er schafft es auszuweichen. Gut. Er schafft es auszuweichen? Ja. 16, das ist da. Ja, der hat einen besseren Erfolg gewürfelt als du. What the fuck? Schaffst eine Kugel auszuweichen. Fantastisch. Vielleicht hast du auch einfach. Vielleicht hat er sich auch zufällig in eine Richtung bewegt, die du nicht erwartet hast. Na dann. Unser Mensch. Ja, dann. Kann ich. Also. Wenn ich mich wieder konzentrieren möchte, um Mana zu regenerieren, kann ich dann noch irgendwas anderes machen? Nein, das wäre deine Runde. Okay, dann mache ich das. Okay. Ich schieße Pistole Nummer 3 ab. Sehr gut. Potenzielle Chance zu treffen. Dann schieß. Sag an, auf wen. Achso, immer noch den, der nichts hat aktuell. Der Angeschlagene. Ja. Der hat mittlerweile minus 16. Ich meine, der nicht gebrannt oder in Öl steckte. Andersrum. In Öl steckte oder in Tinte steckte. Ja, der. Aber... Wir haben jetzt den Blutigen, den Tintigen und den Fettigen. Ja, den Blutigen. Gut. Den wir die ganze Zeit versuchen zu treffen. Dann schieß. Oder hab ich doch schon. Hat er schon. Aha. Oh, okay. Ja, gut. Oh mein Gott, ich darf Schaden machen. Ja, du darfst Schaden machen. Ah, das macht nur 4. Egal, das sind 4 Schaden. Einer ist schon tot, oder? Nein. Nein? Keiner ist tot. Wir hatten doch am Anfang 4 Stück. Nein. Nein, es waren immer nur 3. Ihr habt gedacht, ihr habt 4. Vielleicht, oder mehr. Oder weniger. Gut, wenn der Typ jetzt nicht tot umfällt, dann wäre ich dann wohl dran. Ja, ganz genau, der steht noch. Okay, dann schnapp ich mir meine bekommen. Ja, dann schnapp ich mir meine Armbrust und versuch's auch mit dem Blutigen. Okay. Das ist ein Treffer, ein ganz normaler. Also ein ganz normaler Erfolg. Ja. Na, Gold, wenn die hängt. Das ist ein besserer Erfolg. Ah, schade. Gut, dann ist jetzt unser Guido dran. Oder nein. Nee, Quatsch. Auf. Ah, nee, das sind die falschen Werte. Moment. Aber doch, das ist ein besserer Erfolg. Der weicht dir aus. Ja, dann ist Guido dran. Jo. Der versucht diesmal auch, den Blutigen mit seinem Säbel zu erwischen. Würde treffen. Würde nicht ausweichen und würde... Es hängt. Mensch, Modi, das ist doch prima Internet. A2. Das liegt am World 20 Server. Ja. 2. Okay, gut. Er schafft tatsächlich, wie du es angekündigt hast, mit so einer wirbelnden Drehung ihm den Kopf vor den Schultern zu schlagen. Der ist weg. Geil. Wer ist weg? Der Blutige? Ja, der Blutige. Ja. Ihr habt noch den Fettigen und den Öligen. Das heißt, die haben ungefähr 8. Das heißt, die haben ungefähr 18 Leben. Ah, mehr. 20. 20? Ich denke, das müssen 20 sein. Aber auch nicht alle. Nee, ich würde sagen, der müsste mehr als 20 gehabt haben, weil ansonsten wäre der nämlich schon beim Schlag davor drauf gegangen. Müsste mindestens 21 Leben. Ja, lass es uns rausfinden, indem wir angreifen.
Jetzt müsst ihr aber an. Keiner greift an als erstes. Im Zweifel habe ich wieder Schaden falsch ausgegeben. Ja gut, auf jeden Fall sind jetzt nicht antizipieren, wie viel Leben die haben. Ja, aber keiner greift als erstes an. Die sind jetzt dran. Gut. Der Fettige würde diesmal tatsächlich auf euch schießen. Einen von euch angreifen, würde er auch schaffen. Sagen wir mal den Zwerg. Er hat bisher so wenig Schaden gekriegt. Das ist... Ha. Mit einer 3 ist es kritischer bei ihm. Das heißt, ausweichen ist nicht. Ich habe Deckung technisch gesehen. Das ist egal. Okay. 0 bis 2 trifft immer. Und er macht dir volle 6 Schaden. Aber du hast Rüstung. Ja. Das heißt, ich krieg einen Schaden. Ja. Was, ja, darauf hast du jetzt auch keine Rüstung mehr. Für immer oder einfach nur jetzt für den Kampf? Würfeln wir mal einen D20. Hier. Nur für den Kampf. Okay. Aber du solltest sie reparieren lassen. Ja. So, next. Ja, das müsste jetzt, glaube ich, der Fettige dran sein. Exakt. Ist jetzt nicht der Tintige dran? Der Fettige hat doch gerade... Ja, der Zweite. Ja. Der Zweite. Oh. Oha, er verletzt sich selbst. Nein, das war falsch. 42, er würde treffen. Er greift diesmal den Tintenfisch an. Hättest du das nicht geschehen lassen. Der weicht aus, es passiert nichts Großartiges. Okay, das heißt, wir sind wieder kein Horn. Jetzt kein Horn dran, danach bin ich dran. Der versucht zuzuschlagen und er schafft es. Ihr habt euch die besten Kämpfer eurer Gruppe ausgesucht. Ja. Mit dem Würfelglück. Ich wollte doch eigentlich. So, ist er jetzt fertig mit seinem Angriff, oder? Ja, ihr dürft wieder. Dann schieße ich auf den Tintigen. Okay. Oder auch nicht. Der hatte bisher noch gar keinen Schaden abgekriegt. Ja, jetzt auch nicht. Ich hab verfehlt. Der hat Glück. Der hat Plot Armor. Edge. Okay, ich bin. Wie viel AP hatten unser Koch noch? Weißt du nicht. Okay. Der hat jetzt nicht aber Fragen. Also, der hat nicht viel eingesteckt, bin ich mir sicher. Okay. Kann ich nicht fragen. Dann nehme ich meinen Kettenblitz. Dann tut das. Ey, Koch, wie viel HP hast okay, du noch? Okay, der erste trifft nicht. Das dann verpufft sein. Der irgendwo im Nichts. Ja. Kampfzwerg? Morty, können wir nicht die Leute fragen, wie viel HP sie noch haben? Das ist ja bei unseren Teammitgliedern eigentlich möglich. Meine vierte Pistole. In Character könnt ihr nicht nach HP fragen. Ah, die trifft technisch gesehen. Wir können doch im Kampf doch eigentlich sagen, wie geht's dir eigentlich? Den Typen in stehst du noch? Typen, ja, der in Flammen wenn du das oder fragst, dann zeig deinen Daumen hoch. Du willst gerade auf den Fettigen. Ja. Okay, gut, dann darf er ausweichen. Schafft er. Echt? Gut. Dann jo. Bin ich dran. Ich habe aber halben Wert auf jeden Fall, nur falls du es wissen möchtest. Falls es irgendwas ja, die haben... Würde. Oh, du hast einen halben Wert. Ja. Dann triffst du. Ah, schön. Okay. Knapp, gut, aber du triffst. Da kannst du Schaden auswürfeln. 3. Jo, 3. Gut. Ey, dann kommen niedrige Zahlen. Kann es nicht einfach andersrum sein? Vielleicht. Gut, dann versuche ich mal mein Glück mit meiner Armbrust. Ihr könnt auch mal interessantere Manöver ausprobieren. Ja, nö, ich gebe zu. Ja, nö. Das mache ich, wenn meine Pistole leer ist. Also, ich habe auch keine anderen Manöver. Ich schieße daneben, dann ist jetzt unser Arzt dran. Oh, ja. So, wenn nur noch einer steht, dann lass ich mit mir reden, dann mach ich gleich mal einen anderen. Ich könnte Waffen machen, aber... Gut, dann... Jetzt die beiden Gegner. Ja, die greifen beide an. Der zweite schafft es sogar, der greift wieder ins Werk an. Ja, so. Der darf ausweichen. Der wirkt jetzt am gefährlichsten. Na okay, hat nicht geklappt. Du kriegst einen Schaden. Okay. Gut, dann ist jetzt unser Koch wieder dran. Ja. Bin dabei.
greift an. Müsste treffen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Der gibt dem richtig ordentlich. Oh. Gib ihm. Kriegt Max Schaden. Das sind 4. Der haut den fast kaputt. Welchen? Den fettigen. Fettigen. Der haut wen kaputt? Der fettige haut wen? Nee, der fettige kriegt was ab. Von keiner. Ich mache. Ja. Dann bin ich jetzt wieder dran. Ja. Dann der fettige hat gerade abbekommen, oder? Ja. 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 Dann will ich mal tatsächlich meinen Säbel ziehen und mit dem Säbel auf den fettigen losgehen. Ich dachte, du hast einen Degen. Also den Degen, ja, sorry, das ist gut, spät, dann, ich hab den Degen. Dann greif an. Ich greif an und ich treffe. Ja, du triffst. Schaden auswürfeln. Schaden brauchst 6. du nicht auswürfeln, du machst definitiv zu viel. Beschreibe, wie du ihn tötest. Ich gehe mit dem Degen auf ihn los und stoß ihn dem Degen durch den Hals, sagen wir mal. Ja, okay, ganz simpel. Er ist gespießt. Er ist ein fettiger Spieß. Genau. Ihr habt jetzt noch einen und der sieht wütend aus. Ah, okay, noch einer lebt. Ich nehme einen Feuerball und treffe nicht. Ich wollte jetzt eigentlich einen coolen Move machen. Ja, der lohnt sich jetzt aber nicht für einen. Nee, das ist ein Gruppenangriff. Ja, gut. Deswegen schieße ich einfach wieder. Ja, gut. Hälfte wert oder nicht? Ganz knapp nicht. Dann triffst du ihn nicht. Okay. Gut. So, jetzt habe ich alle 5 Pistolen geschossen. Dann schnapp ich mir. Dann nehme ich meinen Dolch und dann laufe ich auf den Typen zu und greife ihn an. Gut, dann greif an. Wie viele Male habe ich jetzt geschossen? Ich habe mir das gar nicht mehr aufgelistet. Einmal. Ich habe es tatsächlich. Ich habe ja verfehlt. Die Schuss habe ich ja vergeudet, deswegen. Okay, muss ich mir aus dem Inventar ziehen. Der letzte Kämpfer noch angreifen. Der geht auf den Sagen wir 5. Würde treffen. Würde nicht ausweichen und würde. Zu 5. 6 Schaden kriegen. 4 Schaden kriegen. Ich würde sagen, es sind 4. Gut. Gut, dann ist er jetzt dran. Wer ist dran? Der Tintige. Ja, der würde auch dich angreifen. 51? Nein. Einfach nein. Aber zusätzlich würde er eine Fähigkeit benutzen, darf nochmal angreifen. Trifft. Hat er jetzt dann auf mich oder hat er auf den... Auf dich. Okay. Der hätte auf dich. Das ist, glaube ich, schon ein guter Erfolg. Bei ihm auch. Das heißt, du weichst aus. Gut. Okay. Dann ist jetzt unser Keinhorn dran. Genau. Exakt. Der schlägt auch zu, der trifft. Der weicht aus. Aber im Moment trifft er besser. Wie viel Leben hat der Gegner noch? So viel kann es ja gar nicht mehr sein. Naja, wenn er nicht viel mehr, 20 hat er da maximal noch 16 Leben. Wir haben den Tintiken halt nie irgendwie großartig Schaden zugefügt. Ja, der hat jetzt viel Schaden. Er trifft sogar tatsächlich besser. Das heißt, er kriegt trotzdem Schaden. 3. 3 Schaden. Gut, dann hat er jetzt 7 Schaden schon eingesteckt. Ja. Okay, dann bin ich wieder dran. Ihr zieht eure Angriffe noch durch und dann dürfte er down sein. Okay, ich würde tatsächlich mal. Lass es mir durchgehen, Mordi, bitte. Also ich habe tatsächlich, während die anderen gekämpft haben, habe ich versucht, meinen Dolch rauszuziehen und habe dabei den Kopf des Toten abgegriffen, des Fettigen abgerissen Degen, ist das Ding. Und habe jetzt einen Degen mit einem Kopf auf der Spitze drauf und nutzt den als Keule, um den anderen, um den Tintigen zu schlagen.
Gut, dann mach das. Improvisierte Waffe. Ja. Ich hole einfach aus und schlag den einen mit dem anderen Kopf. Lass ich durchgehen. Hab ich geschafft. Ich hole aus und schmetter dem hier den Kopf rein. Ja, besser. Hab ich's geschafft, oder? Nein, deswegen. Okay, ich hab's nicht geschafft. Okay. Gut, wie gesagt, dann zieht ihr anderen eure Angriffe noch durch. Es fliegt dein Kopf quer übers Deck. Ich würde meine Fähigkeit nutzen, um einen Schwachpunkt beim Gegner offen zu legen. Den Versuch war's wert. Das kannst du und du darfst ihn auch direkt angreifen. Okay, 73. Ich finde tatsächlich einen Schwachpunkt. Ja. Okay. Dein Kopf. Jetzt noch Schwachpunkte suchen. Ja, ich kann eigentlich nur angreifen, aber das wird nicht treffen, weil es wird ein Nahkampfangriff, aber ich probiere es. Mach's einfach. Ja, es trifft nicht. Okay, gut. Dann der Rest. So viel dazu, der ist dann dauernd, wenn wir gerade unsere Angriffe gemacht haben. Abzweck? Ja, ich mache einen Angriff mit meinem Hammer. Du hast einen Hammer? Ja, schon die ganze Zeit. Ich habe damit auch schon mal jemanden getötet, glaube ich. Dann greif an, beende diesen Kampf. Oh Gott. Oh boy. Ich werfe eine Waffe weg, damit ich wenigstens nur nicht treffe. Habe ich jetzt auch hier Triff. Gut. Wer jetzt noch? Ja, ich bin dran. Ich versuche mich wieder mit meinem durch. Komm schon. Ja. Das ist sogar schon ein guter Erfolg. Wenn ich das richtig sehe. Nicht so. Oh. Ja, leck mich. Ja, also. Gut, dann darf euer letzter. Nächste Runde. Er ist noch eine Runde. Er schafft's nicht. Gut. Und die nächste Runde. Let's go. Nee, Guido macht ihn jetzt kalt, würde ich mal behaupten. Ja, da ich gesagt habe, ihr habt ihn dann gleich, sage ich einfach mal, dass er ihn von Bord schubst. Gut, aha. Der Kampf ist beendet. Yay. Looten. Ja. Ihr habt nicht viel zu looten bei denen. Die haben nichts auf ihre Waffen. Kann ich mir denen ihre Pistolen nehmen? Haben die welche? Die haben keine. Ich würde mal bei der Gelegenheit unter Deck nachgucken. Kann ich mir deren Schwert einstecken? Oder? Sicher kannst du. Modi, ich lauf unter Deck. Ich schließe mich an. Tu das. Was du wirst aber nichts finden. Aber wenn ihr euch umguckt, seht ihr, dass ein kleines Ruderboot in eine anscheinend sich da befindliche Höhle rudert. Mhm. Okay. Auf in unser Ruderboot und hinterher. Ja, ich würde kurz gucken, ob ich mitkriege, wie viele Leute auf dem Boot sind. Ich werde auf jeden Fall mal einmal in den Waffen nach. Die werden da wahrscheinlich noch ein bisschen was dafür haben. Passen Guido und Kainon in das Boot mit rein? Können wir die mitnehmen, oder? Das ist für vier Personen. Oh, schade. Ja, die werden sich um das Schiff kümmern und das looten. Also Guido und Kainon haben mehr Schaden gemacht als wir zusammen. Das ist eng. Greenhorn ist echt eine gute Sache. Das ist das Kind der Bayern. Gut, das will ich sehen. Okay, wir sind jetzt auch alle im Ruderboot und rudern den hinterher, oder wie? Gut, aber ihr wolltet wissen, wie viele es sind. Es sind tatsächlich drei Personen. Modi, ich will vorher nochmal an Bord gegangen sein und mir noch ein bisschen die Munition aufgefüllt haben. Schnell mal ein paar Schuss zusammenbasteln. Mal greifen und dann. Aufgefüllt könnt ihr gerne haben, ja, das geht. Gut. Gut. Gut, dann okay, ziehe ich wieder auf das Standardbild. Okay, auf in die Höhle. Ja. Ihr rudert ein paar Minuten. Die Höhle ist dunkel, sie ist teilweise aber. Ich habe eine Laterne. Sie ist dämmerig beleuchtet von irgendwelchen Pilzen oder irgendwas, was so leicht grün-bläulich fluoreszierend ist an den Wänden und der Decke. Ich nehme Proben. Ich erleuchte die Höhle mit meiner Laterne. Gut. Ihr kommt dann irgendwann an. Ja, es sieht aus, als wäre es gebaut worden, was eigentlich nicht sein kann.
an so einer Art steinernen Steg, da liegt schon das andere Boot. Ohne Personen. Und ihr dürft mal alle auf Wahrnehmung würfeln. Okay. Oh, das habe ich verkackt. Nope. Oh, hätte das gedacht, das hat nicht geklappt. Darf ich mir aber das Gebaute näher untersuchen? Es ist Stein. Ich hab Skill drauf. Es ist Stein. Nein, ich meine, was das ist, so mäßig. Oder ob das wirklich gebaut ist. Weißt du oder nicht. Oder ist das sichtbar? Granitstein. Okay. Weißt du nicht, aber es muss alt sein. Es ist Granitstein. Okay, gut. Ja, was ihr alle hört, ist ein Schuss von weiter vorne und ein Lichtblitz. Und eine Person, die sich erst die Brust hält und dann die Stufen runterrollt. Mhm. Kennen wir diese Person? Das können wir im Schatten nicht sehen. Im Schatten nicht, aber ihr könntet so eine Vermutung haben. Oh, bitte nicht. Das ist Reginald. Oh, glaub, das wird sogar noch schlimmer. Ich würde sagen, wir gehen zu der Person hin, um zu gucken, identifizieren, wer das ist tatsächlich. Das genau der, den ihr annimmt. Wen nehmen wir an? Den Captain natürlich. Zwergis Charakter, ach nee, warte. Nee. Aber die anderen beiden, die jetzt sind mein Zwergis Platz. Jetzt wirklich den. Oben an jetzt den wirklich Doppel, die. Sind. Jetzt bist du sauer, ne? Die Captain, das ist jetzt wirklich. Ja. Kein Scherz. Ja, natürlich. Okay, ich bin dann mal raus. Sie atmet noch sehr leicht. Also vielleicht kriegt ihr es noch hin. Ich habe einen Zauber, den ich wirken könnte. Darf ich den Gnadenschuss geben? Ihr könnt beides gerne versuchen. Also ich würde Der Heilzauber hat aber zwei Nachteile, weil das ging durch die Mitte. Um das wieder hinzukriegen, das ist einiges. Okay, macht mal was. Was wollt ihr machen? Ich teste Versuch, notfalls gebe ich den Gnadenschuss. 29. Ab. Okay. Minus, wie viel? Sehen wir gleich. Ups. Plus 36. Okay, warte mal, was sind das? 50, 65, ne? Ja. Ganz knapp. Ich würde tatsächlich sogar es wegwerfen dafür. Bei Zaubern nicht. Zauber sind wirklich nur dein Wissen. Ach komm. Das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen. Okay. Das andere gilt nur für Proben, nicht für Zauber. Dann nicht geschafft oder was? Ja, ganz knapp nicht geschafft. Ach komm, Molly. Ja. Gut, dann Gnadenschuss halt, ne? Ist nicht mehr nötig. Okay, schade. Gut, dann. Die hat's nicht geschafft. Ich sinke kauernd zu Boden und bleibe über der Leiche des Kapitäns. Vielleicht auch ein Gnadenschuss. Wie gesagt, es wird eventuell sogar noch schlimmer. Ihr könnt hier gern weitergehen, ich trauere erstmal. Also, ich habe den Anstand, die Leiche nicht zu looten. Ey, warte, der Mantel ist doch bestimmt noch brauchbar. Ich nehme meinen Hut ab und setze ihn unserer Buchhalterin auf. Nee, ich hab schon einen eigenen Hut. Ja, hätte ich auch gemacht, ich hätte der Leiche aufgesetzt. Ich hab schon einen eigenen Hut, da habe ich einen Doppelhut jetzt, oder was? Ja, genau. Oh Mann. Er trägt lieber seine Krone mit Stolz. Gut, ihr seht, wie oben am Ende der Treppe irgendwas aufleuchtet. Es hat Spaß gemacht, ich bin da mal raus. Ach Mann, jetzt müssen wir auf Treppen steigen. Ich lasse meine geistige Gesundheit dann auch mal auf Null sinken, oder? Es wird vielleicht noch schlimmer. Auf jeden Fall seht ihr oben eine Gestalt, die komplett in irgendwelche schwarzen Lumpen gehüllt ist. Und zwar komplett. Oh nein, es ist Darth Sidious. Es sieht ähnlich aus, nur seht ihr kein Gesicht. Aber es wäre wahrscheinlich sehr faltig. Und ihr seht eine sehr kleine Person, die schwarz trägt. Bin dann mal beschäftigt mit Weinen. Oh mein Gott, es ist der Händler. Kann ich spüren, ob die irgendwie magisch sind? In dem Fall würde ich es dir erlauben. Okay, dann gucke ich mal. Ja, okay.
Ich habe gar keine Gespür, gar kein Gespür ja, für irgendwas. Ich sag's dir trotzdem, beim einen spürst du gar nichts und beim anderen, wenn du es anguckst, überkommt dich schon mal so eine Idee von, ich muss hier sehr dringend weg. Das werde ich nicht überleben, ich muss sehr dringend weg. Frage. Kann ich das kleine Pulversäckchen, was ich dabei habe, wahrscheinlich zum Nachladen, ja, nach vorne werfen? Also klar, in Richtung von den Leuten. Und klar, unser Magier schießt seinen Feuerball drauf. Das könnten wir machen. Setzt du genug darauf, dass du meinst, dass unser Magier trifft? Ich habe tatsächlich irgendwie 60. Ich habe tatsächlich irgendwie 60 oder sowas auf es Feuerball. Ist ein Versuch wert. Dann mach das mal. Go. Muss er irgendwie auf Geschick oder sowas werfen? Nein, muss zum Wegwerfen nicht. Nur wenn er was genau treffen will. Okay, dann gucke ich mal. Also muss nur. Ja, moin! 12! Gut, das Ding und das geht auch in einer ordentlichen Explosion hoch. Es lenkt die beiden zumindest ab und sorgt dafür, dass sie euch wahrnehmen. Klasse. Das ist kontraproduktiv. Das ist erschreckend. Die sollen erstaunen, was wir für magische Kräfte haben. Ja, der eine erschreckt tatsächlich, also diese sehr kleine Person. Der andere sieht sehr unbeeindruckt und unbeweglich aus und bewegt irgendwie seine Hand. So, mein Gott. Ganz komisch. Ist es Darth Jar Jar Binks? Die Frage ist, wollen wir den Leuten jetzt hinterher oder wollen wir jetzt sagen... Die stehen einfach nur oben. Der eine dreht sich auch wieder weg von euch, während der andere seine Pistole auf euch richtet. Ich winke einfach mal. Ich stelle mich hinter eine Steinwand. Ich würde tatsächlich mit meiner Armbrust dann versuchen, auf den der halt irgendwo auf uns anlegt, irgendwann mal zurückzuschießen, von wegen, wer auf mich schießt, muss auch damit leben, dass ich zurückschieße. Okay. Er schießt auch tatsächlich und er trifft dich. Ja, er trifft mich tatsächlich. Ja, wobei das eigentlich jetzt nur als Show war. Ich wollte eigentlich Schaden machen. Mhm. Du kriegst 5 Schaden. Okay. Ja, er trifft dich. Punkt. Kann ich den auch zurückschießen? Ja, kannst du. Gut. Gut, würfel dann einfach mal mit 3 Erschwernissen und bitte einen extremen Erfolg. Brauche ich nicht. Ich hab sowieso nicht. Gut, dann gebe ich dir einmal. Plus 18, das ist über 100. Das heißt, wir gucken mal, was dir Lustiges passiert. Die Nummer 68. Verlierst nichts, aber du kriegst Schaden. Wie viel? 8. Oh, naja. Wie geht's dir so nach 13 Schaden? Sagen wir es mal so, wenn ich noch richtig im Kopf habe, wie viel Leben unser Magier hat, geht's mir immer noch viel besser als ihm. Das ist gut. Du hast auf jeden Fall einen Treffer abbekommen. Ja. Übrigens, da du auf ihn geschossen hast, von deinem eigenen Pfeil. Der ist an der Treppenstufe abgeprallt, direkt unter ihm und genau in einem richtig ungünstigen Winkel auf dich zurück. Ja, also ich drehe mich um und wandere Richtung unserem Boot. Also ich habe genug Shit gesehen. Ich dreh auf der Stelle um und gehe einfach weg. Du siehst, wie mehrere gewaltige, krallenartige Hände aus dem Boden sich nach oben stemmen. Um euch herum. Ich gehe langsam nach oben und frage, ob man wissen darf, was ihr macht. Also was sie machen. Okay, ich glaube, wir haben vielleicht einen weniger. Ich versuche, ja, den krallenartigen Händen, ja, ich meine, zu entkommen Richtung Boot. Aber nach oben ist ja wahrscheinlich weg von den Krallen. Der eine, der auf euch angelegt hat, sagt dir tatsächlich, wenn ihr euch ruhig verhaltet oder euch raushaltet, dann überlebt ihr das hier vielleicht. Und, das ist ganz wichtig, unsere Buchhalterin, du dürftest die Stimme erkennen.
Mhm. Spielt unser Buchhalter noch? Ich hocke über der Leiche und weine. Dann halte ich mich ruhig und... ja, das ist schön. Du erkennst trotzdem, dass es die Stimme von deinem Bruder ist. Natürlich. Alter, fick dich. Ja, also... Ich würde sehr, sehr vorsichtig mit dem Magier nähern und auf meine Wunde zeigen. Ich gehe langsam hoch, außer... Oh, wenn ihr die Hintergrundgeschichte meines Charakters wüsstet, würdet ihr... Ich würde in meine Tasche greifen und Arzneimittel rausholen und sie dem Assassinen überreichen. Jo, da würde ich gerne mal eins von trinken. Oder auftragen, ja, das, oder das wie könnt auch immer ihr die noch. Noch ist es ruhig, ihr seid gerade mehr oder weniger in einem Gefängnis bestehend aus riesigen, fleischigen Steinmassen und Krallen. Ah ja. Und wie viel geistige Gesundheit soll ich mir abziehen? Gar keine. Macht es überhaupt noch Sinn, dass ich irgendwas mache? Natürlich, du kannst zum Beispiel wütend sein. Nee, ich bin einfach nur entsetzt und traurig. Du kannst mit ihm reden. Es wäre ja mal ein Anfang, wenn du irgendetwas machst. Ich muss gerade erstmal verarbeiten, dass der Captain gestorben ist, der für mich ein bisschen mehr war als ein Captain. Wenn ihr nach oben guckt, seht ihr, dass an der Wand da hinten jetzt mittlerweile sich Risse in Form von so einer Art vielleicht Tür oder sowas bilden. Lässt er mich weiter nach oben gehen? Ein paar Schritte, aber er lädt zumindest schon mal durch. Okay, wie gesagt, so lange, bis er mir verständlich gibt, dass ich nicht weitergehen darf. Ich gehe zu unserem Zwerg. Also zu unserem netten Zwerg. Zu dem Kupferzwerg. Ja, ich schaue ihn an. Moralische Unterstützung. Okay. Willst du eine Pistole haben? Ich hab noch welche. Nö, ich versuche so ein bisschen die Treppe hoch zu loopen, um einen besseren Blick auf das zu bekommen, was da oben abgeht. Würfel mal auf Wahrnehmung. Alle. Was du denkst, ich schaffe das. Ich brauche da nicht drauf zu würfeln auf Wahrnehmung. Ich sehe. Du darfst. Ich sehe nichts. Du kannst trotzdem hören. Ich sehe aber nichts. Ja, du darfst aber trotzdem hören. Ja, nein. Okay, ihr schafft es alle nicht. Dann fällt euch nichts weiter auf. Frage: Wie viel gibt mir der Trank wieder an Leben? Den wollte ich ja vorhin trinken. 8. Ja, das ist schön. Was beschwört er da gerade? Beschwört er gerade Cthulhu? Nein. So ungefähr. Ist das der Vampir vom letzten Mal? Nein. Schade. Beides zusammen? Nee, aber okay. Ihr kennt den Typen da oben auf jeden Fall schon von eurem letzten Abenteuer. Es war der, der euch so dermaßen fertig gemacht hat. Hä, das ist doch der Vampir. Nein. Dann weiß ich nicht, wer uns fertig gemacht hat. Der ich weiß, ganze wer Gruppe ist. Hat einschlafen lassen. Der Goblin. Nein, den habt ihr verpasst. Schade, ich hab's gewusst. Deswegen wollte ich in die billige Taverne gehen. Ja. Gut, was tut ihr? Was können wir denn machen? Also wir sind umzingelt von fleischigen Enten, die ein Gefängnis bilden. Wir könnten einen Plan machen. Wir haben einen Buchhalter, der rumheult. Wir haben einen angeschlagenen Assassin und wenn wir weiter nach oben gehen, kriegen wir auf die Mütze. Gibt es Alternativwege in dieser Höhle oder ist es relativ straightforward? Im Moment für euch nicht, es ist straightforward. Ihr könnt euch vorbereiten, ihr könnt angreifen, ihr könnt versuchen, euch durch diese Hände und Massen an was auch immer durchzukämpfen. Ihr könnt einschalten, was passiert. Ich habe eine Frage, Modi. Hochzugehen und den Kugeln auszuweichen. Ich habe eine Frage, Modi. Hat die Captain irgendwie was an persönlichen Gegenständen irgendwie an sich, was irgendwie was ich wissen könnte oder was irgendwie wurde irgendwie was da
Okay, wir könnten den Captain mal looten und gucken, was er bei sich hat. Vielleicht hilft uns das hier irgendwie weiter. Sie hat tatsächlich nichts Großartiges. Sie hat ihre paar Werkzeuge. Sie hat ihr... Das, was sie halt immer bei sich trägt. Ich schaue so gut wie möglich zu. Gut. Also will ich trotzdem nochmal alle Wahrnehmung würfeln? Modi, du weißt, was ich vorhabe. Gibt's da irgendwas? Ich nehme was wahr. Gibt's da irgendwas außer dem Hut, dass man da irgendwie ein Amulett oder irgendwas, was irgendwie oder ein Ring, ja, was sie, irgendwie. Sie trägt eine Halskette. Okay. Okay, einer nimmt tatsächlich was wahr. Du hörst tatsächlich. Ja, es klingt ähnlich wie platschende Schritte oder sowas, was auf euch zukommt. Es ist aber sehr leise noch. Aus der Richtung von oben der Treppe? Höhleneingang. Oh boy. Ist es groß? Kannst du nicht sagen. Klingt aber nicht so. Ja, Jungs, wollen wir nach oben? Oben hat sich mittlerweile eine große Steintür gebildet. Ja, Jungs, wollen wir nach oben oder wollen wir zurück zum Boot? Zurück ist ja keine Möglichkeit. Zum Boot könnt ihr nicht. Ich dachte, wir können versuchen, uns durchzukämpfen, aber okay. Das ist massiv. Also wir können uns versuchen, hochzukämpfen oder vielleicht friedlich hochgehen. Wir können auch nochmal fragen, was überhaupt passiert, ob man da noch irgendwas erfährt. Boah, ich will nicht gerade, was mein Charakter noch irgendwie machen könnte. Ich nicht. Ja, also unser Charisma liegt bei null. Aktuell am Flennen. Also das wird nichts. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, was ich meinen Charakter in der Situation machen lassen kann. Ihr hört tatsächlich alle ein... Wenn mir was einfällt, sage ich es euch. Krachen von Holz. Zweimal. Das war unser Boot. Und das andere. Nein, tatsächlich weiter weg. Klang eher nach Schiff weiter weg. Der Steuermann hat unser Schiff versenkt. Ja, potenziell. Mein tolles Boot. Tut mal was. Okay, ich versuche hochzugehen und mit den kleinen Menschen da zu überreden, dass wir nach oben kommen können als Gruppe. Dann überrede mal, spiel es aus. Wie viele Treppen sind es noch? Wir sind bis zur Hälfte gekommen, ne? Ja, es sind noch so 40 Stufen vielleicht. Er kann uns nicht beide. Das ist schon eine respektable Höhe. Haben wir irgendwas anzubieten? Nicht mit der Nachladezeit. Haben wir irgendwas anzubieten? Vielleicht ein Molotow oder so. Ihr hört jetzt mittlerweile alles, dieses platschende Schrittgeräusch. Das ist immer noch hinter uns, ne? Ja, ein gutes Stück, aber sollte bald da sein. Ich hab nichts zum Anbieten. Könnt ihr reden? Scheinbar nicht. Ich glaube, der einzige Charakter, der tatsächlich reden kann, will nicht reden. Ja, der ist komplett useless. Dann sagen wir einfach mal, ihr wartet kurz ab. Ich nehme mich auf jeden Fall um und gehe vielleicht nochmal ein, zwei Schritte nach oben, so aus Panik. Ich nehme gerade mal ist vielleicht auch angebracht, denn ihr seht, wie eine ziemlich ordentliche Masse an Fleisch einfach zur Seite zerschmettert wird, mehr oder weniger. Hinter uns oder über uns? Modi, ich nehme übrigens gerade mal... Es ist jetzt mittlerweile ein Loch in dieser Wand. Modi, ich nehme übrigens gerade mal den Hut des Captains und die Kette an mich und trappe mich langsam auf. Okay. Steck das erstmal ein. Ich würde mich auf einen Kampf einstellen und weiter nach Treppe nach oben gehen, um besser sehen zu können, was oben passiert.
Also oben passiert jetzt gerade nichts. Ich meine die lebende Wand. Die lebende. Ja, ich gehe jetzt. Was um euch rum beschworen wurde. Ja, ich gehe ein bisschen weiter nach oben, um ein bisschen weiter weg von dieser lebenden Wand zu gehen. Mhm. Also wir gehen prinzipiell weiter nach oben. Werden wir aufgehalten, wenn wir da weiter nach oben gehen? Im Moment nicht, aber zumindest einer von beiden oben scheint nervös zu sein. Okay. Und ihr seht, wie sich aus dieser Masse an totem Fleisch tatsächlich etwas formt. Ist der Nervöse, der dort oben steht, der, also mein Bruder? Das ist, ja, genau. Aber das wissen die anderen ja nicht. Okay. Aber ich weiß das. Und ich sehe ihn da oben stehen. Sieht er auch mich hier unten von dort oben, oder? Ja, sieht er. Muss ich denn? Ich schaue den Typen ins Gesicht und gehe weiter nach oben, einfach, ja. Ja, wir versuchen, also ich versuche ja, auch. Ja, er ist gerade abgelenkt, also schafft ihr das tatsächlich. Wie gesagt, okay. Aus dieser Masse an jetzt totem Fleisch formt sich tatsächlich irgendwas, während der andere Typ noch ein paar Handbewegungen macht und ja, irgendwelche wahrscheinlich mal menschlich gewesenen Leichen aus dem Wasser auftauchen um euch rum. Ah, Inferi. Ja, exakt. Nächste Oberrechtsverletzung. Ich fasse den Typen neben mir. Sind Wasserzombies. Ich fasse den Typen an die Schulter und frage so, was machen wir hier eigentlich? Was ich mache? Ich mache tatsächlich hier, mal endlich mal. Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Ich mache tatsächlich mal endlich mal was. Ich begebe mich tatsächlich nämlich mal nach oben. Ich gehe da langsamen Schrittes gehe ich da nach oben. Ich frage die zwei, was genau hier passiert. Der eine ignoriert dich komplett und geht auf die Tür zu. Und der andere? Der andere sagt dir, ich weiß es nicht genau, ich sollte hier nur aufpassen. Komme ich da gefahrlos? Ist extrem nervös. Komme ich da hoch oder ich gehe da langsam hoch? Ihr kommt alle da hoch, der zielt gerade auf zwei von denen hier, die sich aus dieser toten Masse gebildet haben. Ach, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, und anfangen diese Wasserzombie-Dinger zu zerschmettern mit ihren Waffen. Könntest du mal den Hintergrund die anderen Gefährten ausblenden? Ja, kann ich machen. Okay. Ich schau ihn an. Weißt du, welche davon eher auf unserer Seite sind, wenn davon überhaupt wer auf unserer Seite ist? An wen fragst du das? Na, dem kleinen Hobbit-mäßigen Ding da. Ich weiß von gar nichts hier. Gut. Also ich guck, also wir sind wahrscheinlich jetzt oben bei ihm, oder? Ja, genau. Ja. Also ich weiß noch nicht, wo unser Assassine ist, weil der hat sich seit 5 Minuten nicht gemeldet, aber... Der macht ein Picknick unten. Also, ich hab mich... Also ich stuck... Ich starre meinen Bruder einfach nur an. Ich guck den Vorwurfsvoll an. Unser Captain scheint ja irgendwas zu wissen. Ich frage unseren Captain, ob er uns denn mal aufklären mag, was hier vor sich geht. Ich sag gar nichts. Ich wollte gerade sagen, der liegt tot auf dem Boden. Wem willst du was fragen? Unseren Assistenz-Captain. Ihren Buchhalter. Da jetzt der Captain offiziell tot ist, jetzt der offizielle Captain. Der Stellvertreter jetzt offiziell. Vielleicht. Mal schauen, wie lange noch. Ich sag nichts mehr, ich guck wenn Blick töten könnten ich guck jetzt mal mit durchdringendem Blick guck ich einfach nur stumm meinen Bruder an. Geschwister verstehen sich auch ohne was zu sagen. Das ja, genau, er signalisiert ja auch so viel wie ich hatte keine Wahl. Okay. Wie viele Gegner sind denn um uns drumherum?
Im Moment keine. Die zwei großen Klopsdinger halten die ganz gut auf. Okay. Es taucht tatsächlich unten auch jemand, der zumindest Teile von seinem Gesicht mittlerweile nur noch verhüllt auf. Der einen langen schwarzen Mantel und darunter irgendwie so eine rote Art Uniform oder sowas trägt. Er steigt gerade aus dem Wasser. Jo, ich beobachte meinen Bruder, ob der irgendwas tut. Wenn der auch noch. Er schießt tatsächlich und trifft denjenigen auch, aber der lässt sich davon nicht aufhalten. Wen trifft er den? Er kämpft gegen den Typ, der gerade rauskommt. Den, der gerade aufgetaucht ist. Okay. Ich setze mich jetzt einfach casual mit ihm reden. Auf den Boden. So auf die Treppenstufe mäßig. Also jetzt nur damit ich es richtig verstehe. Wir haben oben zwei von den Viechern, die du da eingeblendet hast. Die lassen uns in Ruhe und greifen diese fleischmäßigen Viecher an, die unten sind. Ja, die greifen sich durch das ganze beschworene Zeug durch. Okay. Ja. Ist die Tür denn mittlerweile offen? Sie öffnet sich gerade langsam. Ich versuche einen Blick zu bekommen, was hinter der Tür ist. Ja, du siehst einen dunklen Gang und am Ende so eine Art Stein? Fragezeichen. Und der andere Typ, der in diese kompletten Leinen gehüllt ist, ist auch schon dabei durchzugehen. Der ignoriert euch vollkommen. Ich folge dem Menschen, der in Leinen gehüllt ist. Okay, gut. Was macht der Rest? Ja. Dem schließe ich mich an. Ich bleibe bei meinem Bruder. Ich gehe auch langsam mit. Halt mich aber auch ein bisschen mehr zurück, falls er aggressiv drauf reagieren sollte. Noch nicht, aber ich kann euch sagen, sobald ihr zum Stein kommt, wird er sich nicht mal umdrehen, aber ihr spürt, wie euch irgendwas zu Boden schlägt. Wer hat jetzt wen zu Boden geschlagen? Wir sind gerade im dunklen Raum, in dem der versteckt und verschlossen war. Okay, das heißt, die vor mir werden zu Boden geschlagen und ich bleib dann wahrscheinlich stehen. Ja, bis hier, ja, wenn ihr auf eine gewisse Distanz an ihn rangeht, halt. Ja, ich halte mich aber ein Stückchen weiter hinter denen, deswegen. Okay, ja. Kann ich mich gar nicht mehr bewegen oder bin ich einfach nur... Ihr seid einfach gerade auf dem Boden, also sonst ist nichts. Aber ich könnte mich theoretisch noch wieder wegbewegen. Oder geht das nicht? Ihr könnt euch wegbewegen, aber ihr hört auch alle, zumindest in euren Köpfen, es würden 1000 verschiedene Stimmen zu euch flüstern. Wir haben mit euch nichts zu schaffen, verschwindet von hier. Okay. Oh. Dann würde ich diesen Stimmen zustimmen und Folge leisten. Ich bin schon an meinem Bruder gerichtet, ich frag den, ich muss nur eins von dir wissen. Hast du Clara getötet? Ja, ich musste es tun. Was läuft hier eigentlich? Er sagt so, ist ohne Worte, aber zumindest mit Mundbewegung, ich weiß es nicht. Kann ich mir mal bitte anschauen, also was die da genauer sind? Einfach so, weil ich habe jetzt eh nichts zu tun, mäßig. Aus was genau sind? Na, das da. Ach so, das da. Überwiegend Leichen. Es ist einfach nur ein Haufen Leichen, der sich bewegt und gegen den anderen Haufen Leichen kämpft. Ja, genau. Gegen die einzelnen. Interessant. Und ihr habt immer noch den Typen in dem Mantel, der sich auf euch zubewegt. Der ist jetzt am Fuß der Treppe angekommen. Ich nehme ein bisschen Proviantkäse raus und schaue dazu. Ich suche nach einem Ausweg aus dieser Höhle. Die Tür ist noch offen. Ich beobachte meinen Bruder, wenn er nur einen Zucken macht, der irgendwie... Nicht durchgehen. Er zuckt sogar sehr viel, er schießt mehrere Schuss von
aus seiner Waffe auf den Typen. Die gehen auch alle ziemlich präzise durch das Herz, aber es scheint ihn nicht aufzuhalten. Ja, wenn der nur irgendwie sich gegen uns richtet, irgendwie das dann. Ich hatte übrigens ich hatte meinen Degen bereit. In dem Moment, wo der nur irgendwie krumme Sachen macht gegen uns, gegen mich. Ja, Mord, ich dachte, wir können nicht durch die Tür gehen. Ach so, doch, da seid ihr durch. Ach so. Das war gar kein Problem, die war offen. Will ich mir Sachen überlegen. Ihr seid jetzt dem anderen Typen halt da reingefolgt. Ja. Dann gehen wir. Hey, ich dachte, wir gehen jetzt wieder einfach zurück. So meinst du das? Ihr könnt jetzt auch einfach zurück. Nee, ich dachte, wir sind wieder zurückgegangen, weil als wir zu nah an dem dran sind, sind wir zu Boden geworfen worden. Ja, damit so, das ja, das habt ihr gemacht. Genau. Das heißt, zurück geht's ja nicht, weil das ist ja der Rote. Um jetzt irgendwelche Informationen zu kommen, probiere ich mal, unseren Kapitän zu bedrohen. Wieso das? Wofür? Du musst darauf nicht würfeln, bedroh sie einfach. Spielt eure Interaktion gern aus. Wozu? Ruby, du fällst sich die ganze Expedition extrem seltsam. Es scheint so, als ob du immer irgendetwas weißt, aber sonst war eben nichts. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Ich kann nur sagen, ich weiß gar nichts. Und er hier weiß auch nichts. Und zeige auf meinen Bruder. Ich bin gerade absolut planlos. Der Captain ist gestorben. Er hier ist irgendwie daran schuld. Ich bin genauso planlos wie ihr. Ich drehe mich zu seinem Bruder und stelle ihm dieselbe Frage. Was passiert hier? Das muss er euch nicht sagen. Er kann es euch nicht sagen, was genau passiert. Er sagt euch nur, dass er einen Auftrag bekommen hat, diese Person zu entführen. Und das ist halt, was sie tun. Ach, jetzt mit dem redest du. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er, was ist das für ein hinterhältiger Bastard? Ich habe ihn gerade eben gefragt, was hier vor ist. Er sagt, ich weiß es nicht und sagt nichts anderes. Jetzt fragt ein Wildfremder den, was los ist und der fängt an zu reden. Ja, das ist die Info, die ihr im Gespräch habt, das ja auch so einer ist das. Ja, ihr kriegt insgesamt die Info, er hat sie entführt, beziehungsweise entführen lassen und wurde danach engagiert, um diesen komischen Typen hierher zu bringen. Woher auch immer der irgendwas hier wusste, was passieren wird. Er wirkte wie ein sehr, sehr seltsamer Zauberer oder sowas. Aber das Geld war gut, deshalb konnte er auch seine Leute gut bezahlen, dass die mal was Schickeres trinken gehen konnten. Jo. Ich schaue den Typen an und frage, weißt du, wer das da unten ist? Ich habe so ein ganz dummes Gefühl. Bedeutet? Was für ein Gefühl hast du? Ihr werdet das jetzt gleich erfahren, weil ihr werdet alle quasi mit einem Schlag gegen die nächste Wand geschleudert. Ihr kriegt alle 2 Schaden. Immerhin. Mhm. Nett. Wir liegen am Boden. Ja, ihr liegt am Boden und ihr könnt zumindest zuschauen. Ich versuche mit meiner letzten Kraft meine Barriere wieder um mich drumherum aufzubauen. Das kriegst du hin. Du schiebst die anderen so ein paar Zentimeter weiter weg von dir. Ich schieb den Kupferzwerg noch unter meine Barriere. Das kriegst du nicht, die gilt nur für dich. Ah, schade. Du hast jetzt quasi... Als 1,50 Meter Sicherheitsabstand zu allen. Gut, aber auf jeden Fall, was ihr seht, ist, dass der Typ in diesem Mantel den auszieht. Darunter ja, so eine Art abgeranztes, rotes, uniformartiges Ding trägt. Und er sagt zu dem Bruder von eurer jetzt Captain, im Prinzip sowas wie
Fuck, was war das nochmal? Entschuldigung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen heute. Er hat spontan einen Gedächtnisverlust. Ich frage mich gerade, wie weit wir gekommen wären, wenn unser Jetzt-Captain tatsächlich mal mitgemacht hätte. Wahrscheinlich wärt ihr schon fertig. Er steht da und grübelt, was wollte ich sagen? Er wendet sich an meinen Bruder und sagt, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen, verdammt. Nein, ich muss nochmal zurück, wo ich herkam. Tatsächlich sagt er ihm so viel wie, du sagst die ganze Zeit, du hattest keine Wahl. Hattest du auch keine Wahl, als du mich damals verraten hast? Sagt er auch so ein bisschen eher sarkastisch. Und er zieht sich tatsächlich den Mantel aus, die Kapuze. Verraten, wen hast du verraten? Und ihr seht tatsächlich ihn. Überraschenderweise. Aha. Ja. Alter Bekannter. Der Nein, das ist der aus Teil 1, glaube ich, aus Teil oder Teil 2. Ja, genau. Der, den ihr im Gespräch verwickelt habt. Mein alter Bekannter. Und der prügelt jetzt gerade, fängt jetzt gerade an, wirklich alles aus deinem Bruder rauszuprügeln, was geht. Wobei es aussieht, als würde dein Bruder auch sehr, sehr, sehr vielen Schlägen davon nahezu perfekt ausweichen. Ja, ich sehe es jetzt nicht unbedingt. Ich hab jetzt da. Ich muss meinem Bruder jetzt nichts antun, aber ich muss ihn auch nicht retten. Also ich bin da jetzt da. Gut, du siehst also einfach zu, wie der von diesem Typen wirklich zu Hackfleisch verarbeitet wird. Ich meine, selbst wenn ich wollte, was habe ich? Habe ich irgendeine Alternative? Selbst zu Hackfleisch verarbeitet zu werden? Wenn ich mich da jetzt einmische, bin ich die Nächste. Meine Kampfskills sind jetzt, ich bin jetzt kein Magier oder so, das ist jetzt da. Ja, das ist gut. Okay, ihr seht zu. Und dann... Ich sitz verblüfft auch mit, dazu. Mit der wirklich extremen Geschwindigkeit noch in den Raum, um den anderen Typen, der für das Ganze wahrscheinlich verantwortlich ist, auch noch Rechenschaft zu ziehen. Und die Tür schließt sich. Damit hättet ihr dann das Abenteuer auch geschafft. Jo. Ja. Ist der Bruder jetzt, ist der tot oder ist der... Der ist weg. Der liegt der in Stücken smooth. Verteilt. Okay, der ist einfach tot. Ihr könnt ihn zum Beispiel noch looten. Ja, das mach mal. Ich loote. Okay, also habe ich an dem Tag jetzt mal, ich hab nur den Bruder verloren. Ich nehme ja sein Gewehr. Ja, würfel doch alle mal ein W100. Worauf? Auf den Loot. Ich werde das nicht looten. 40. Das ist okay. Ich will das Gewehr von dem Typen haben. Das war eine Pistole, eine ganz normale. Er hat halt aus irgendeinem Grund immer getroffen. Ich werde mir das Gesicht von diesem Typen einprägen und das ist das da. Darf ich dann sein Kokain haben? Bekommen wir Nummern? 97. Du kriegst tatsächlich einen Brief, wo der ganze Auftrag geschildert ist. Ich nehme diesen Brief an und lese ihn. Du kannst mir das Ganze gerne auch als PDF schicken. Ich habe keinen Brief vorbereitet. Kriegst großartig. Kannst du mir trotzdem die Hintergrundinfo sagen? Das ist alles, was ihr bisher erfahren habt. Das, was ihr euch auch gesagt hat. Wow. Ich habe einen Auftrag gekriegt, da stehen vielleicht noch ein paar mehr Namen drin, aber sonst. Ich habe 47. 47. Damit kriegst du... Hier ist ja, 47. Okay, 8 von diesen komischen Zwergenmünzen. Okay, vielleicht finde ich auch noch... Bezahlung für den Auftrag. Vielleicht finde ich auch nochmal ein Andenken an... Vielleicht finde ich auch nochmal ein Andenken an meinen Bruder. Aha. Gut, dann würde ich gerne meine 86 dann mal einlösen. Du findest noch eine kleine Kampfaxt. Und Zwergi findet ein... Und Zwergi findet ein Zwergen-Amulett. Was finde ich mit 88? Du findest eine kleine hölzerne Puzzlebox. Aha. Ein Zwergenpuzzle. Nicht gelöst. Okay, steck mir die Puzzlebox rein. Ja. Gut, das war dann euer Ende. Ihr dürft ein Level-Up alle machen. Ich leg mir die Kette von der Captain um den Hals.
Wie hoch ist das Level Up? Oder ihr, ihr kriegt alle 25 Punkte, die ihr verteilen könnt, plus die Zauberer bzw. Magiewirker kriegen nochmal 10 Punkte für den Zauber. Ich werfe einen vollen Teilen dürft, wie ihr wollt. 10 Punkte ich glaube trotzdem die Pistole. Also wie viel kriegen wir nochmal? Ihr kriegt 25 Punkte, die ihr verteilen könnt, wie ihr wollt. Selbe Preise. Und nochmal 10 Punkte für Zauber, die man einfach vergeben kann. Ja, genau, wenn ihr Zauber habt. Das musst du mir gleich nochmal sagen, weil ich gerade mit Eintragen beschäftigt war. Ja, wie viele Punkte wird 50 vergeben, oder wie war das? 25 könnt ihr frei vergeben. Punkt. Auf die Werte Kampf, Körper, Geist und Sozial. Auf 25. Alles. Und wie gesagt, die 25. Eigenschaften, die kosten 2 Punkte. Wenn ihr Skills verbessern wollt, kostet es 1 Punkt. Okay, perfekt. Danke. Also Wahrnehmung und so weiter, so war 2 Punkte. Kosten euch 2 Punkte pro einmal steigern. Um 1 Punkt steigern, 2 Punkte, okay. Genau. 25 habe ich zur Verfügung. Dann schreibe ich mir das erstmal hin und mache das später. Ja, okay, das könnt ihr verteilen, wie ihr wollt. Kommen wir jetzt einfach aus der Höhle raus oder sind diese ganzen Beschworenen da? Ich nehme uns nichts mehr. Ihr kommt raus, die beiden Typen haben sehr gute Arbeit geleistet. Okay. Ihr kommt raus, ihr kommt aufs Schiff und ihr könnt da beim nächsten Mal weitermachen. Oder ihr verfolgt natürlich den komischen Typen in den Raum. Könnt ihr natürlich auch machen. Kann ich aus dem Brief noch erfahren, wer Auftraggeber war? Also das kannst du, sobald ich einen Namen habe, werde ich ihn dir schicken. Okay. Kann ich meine HP neu berechnen, wenn ich zufälligerweise in Geschick oder Stärke was investieren sollte? Ja, natürlich, so ist es gedacht. Gut, gut. Das ist schön. Das kann man mit HP. Wie genau hat sich das Mana berechnet? Das war Wille plus Intelligenz und dann glaube ich durch 10. War das mit HP, was kann man da investieren? HP ist Stärke plus Geschick mal 3 durch 10. Also wenn ich Stärke jetzt erhöhe, kann ich erhöht dann auch die HP. Ja, ganz genau. Deshalb halten Leute, die beispielsweise wirklich krass stark sind, einfach mehr aus. Kannst du das nochmal irgendwo reinposten? Steht das schon irgendwo auf Discord? Das mache ich. Das mache ich demnächst, das werde ich morgen / heute machen. So. Damit ich das nochmal ausrichten kann. Nicht viel geändert, aber ein bisschen was die meisten Fähigkeiten von mir. Und der physische Skill und der psychische Skill, wie berechnet der sich nochmal? Ihr habt 2. Nee, habe ich nicht. Sagen wir einfach, ihr habt jeweils 2, dann könnt ihr jeweils 1 neu würfeln, habt ihr übrigens auch nie gemacht. Ich habe bei physischem und psychischem Skill jeweils 3. Du bekommst 2, wie alle anderen auch. Ja, wie was 2, was? Das habe ich geändert. Physisch und psychischer Skill einfach jeweils 2 eintragen, dann passt das. Okay. Ja, das ist einfach nur. Das berechnet sich nicht, das ändert sich neue Rollen. Okay. Was heißt neue Rollen? Wenn du einen Würfel verkackst, kannst du nochmal neu würfeln. Das ist wie die Geisteswitzpunkte. Wie gesagt, das habt ihr auch nie gemacht heute. Hat mich gewundert. Das ist wie. Ah, ja. Das ist gut zu wissen. Ein trauriges Ende von diesem. Von diesem Pen Paper Abend. Aber ja. War denn der Emotional Damage gut genug? Das war soll ich ziemlich. Soll ich so eine Spur mehr bringen? Naja, das sonst mach mal bitte deine Eltern sein. Mach mal bitte eine Spur weniger. Das war echt eine Arschlochnummer. Das ist echt. Uff. So muss es sein. Nimm vielleicht mal irgendwie wen anders für meine Hintergrund. Vielleicht im nächsten Abend mal den Stammbaum von jemand anders zerstören. Sehr viel Hintergrund. Interpretation gegeben, das heißt, ich habe sie genutzt. Du hast ja komplett den Stammbaum von deinem Charakter gefickt heute. Also den Stammbaum des Charakters gefickt heute. Bin ich der Einzige, der einfach nicht weiß, was hier gerade passiert ist? No, also, nee. Also ja, glaub schon. Das wollen wir auch nicht aufklären. Ich wollte sagen, dem schließe ich mich erstmal an, weil ich kenne halt auch so gut wie nicht die Lore von Zwergi, deswegen. Ist vielleicht auch gut so, ist auch vielleicht gut so, ihr müsst noch eigentlich alles wissen, weil ja, ich das war jetzt quasi sein. Den Charakter will ich noch weiterspielen und deswegen ist da vielleicht einiges noch. Ich weiß durch das alte Pen Paper genau, was passiert ist von der. Jo. Du hast auch keine Ahnung. Wir hatten jetzt 2 Charaktere, die ihr Abenteuer hatten. Einer davon war ein NPC. Ach so, ja, schon, aber trotzdem, man. Ich so grob weiß man, was passiert ist. Ja. Bin ich. Was ich aber sagen muss. Nein.
Joa. Was ich aber sagen muss, oh, ich hab's vergessen. Egal. Dann war's nicht wichtig. Ja, da hast du mir jetzt, Morty, da hast du mir jetzt einiges zu grübeln aufgegeben, weil ich muss mir nochmal überlegen, wie ich meinen Charakter jetzt entwickle. Wieder nach der Sache, wie den, welche Richtung der sich jetzt noch. Ja, ich hatte gedacht, dass du danach deinen Bruder umbringen willst. Neue Skills? Als Rache oder zumindest gegen ihn kämpfen. Neue Skills kann ich mir nicht geben, also noch irgendwie noch Wert dazu schreiben, wo ich dann sage. Neue nicht, nein. Jetzt Bogenschießen irgendwie erlernen oder zum Beispiel, das dann kann nicht sein. Nur die vorhandenen nochmal mit Punkten aufwerten. Ganz genau. Können wir Sachen lernen von unseren anderen Mitgliedern? Also kann ich zu unserem Assassinen gehen und sagen, okay, kannst du mir Schleichen beibringen? Keine ich kann Ahnung. Dir Fremden das Zeit könnt ihr tun, das könnt ihr tun, aber auch nur im Spiel. Okay. Aber ihr könnt euch Punkte nicht sparen und dann direkt da einskillen. Das ginge. Ich muss mir bis zur nächsten Runde habe ich mir was überlegt, wie ich meinen Charakter jetzt. Ja, also ich habe meinen Charakter schon. Aber also nach meinem aktuellen Charakterstand ist der auch kein Typ, der was da irgendwie nach dem, was passiert, irgendwie wütend wird und aggressiv. Das die Charaktere, die ich vorher gespielt habe, definitiv, aber dass der jetzt hier. Wie gesagt, ich sehe jetzt nicht losstürmen und den Bruder töten, das ist definitiv nicht der, wie ich den spielen muss. Mit Lienor aus dem. Das musst du ja jetzt nicht mehr machen. Mit Lienor aus dem anderen Abenteuer, ja, definitiv, die wäre losgerannt. Und Gori Tumlison erst recht, der hätte alles platt gemacht, der hätte Angst geschwungen und jeden Freund oder Feind. Das ist korrekt. Das ist da einfach aus Rache, einfach pures, einfach das ist da. Was der Butler von meinem Freund, der von meiner Freundin ist gestorben. Jetzt töte ich alle. Legitim. Also ich muss sagen, keine Ahnung, was das größte Emotional Damage, was du meinen Zwerg anrichten kannst, ihnen Kulturvielfalt zeigen? Na Spaß. Oh, glaub mir, ich finde da einiges. Ich verlange sowieso jetzt von jedem von euch noch eine Hintergrundgeschichte, die ich einbauen kann. Nein, aber den Joke musste ich bringen. Meine hast du schon. Deine ist jetzt am Ende. Ich habe noch viele andere Charaktere, die du töten kannst zu mir. Das ist wie tiefgründig muss die Hintergrundgeschichte sein? Hintergrundgeschichte. Also muss nicht tiefgründig sein, aber wenn du es tun willst, wäre es mir sehr recht. Also kleiner Tipp, ich habe meine Hintergrundgeschichte mit dem. Ich muss mal die Seite suchen, die kann ich dir mal zuschicken. Die habe ich mit einem Generator erstellt, die Hintergrundgeschichte. Und die ist relativ gut. Die ist verdammt gut, die Seite. Da hast du auch irgendwie ausgewürfelt, musst du erst die Rasse auswählen, dann konntest du irgendwie den Beruf auswürfeln, hast irgendwie die Familie ausgewürfelt und zu jedem hast du irgendwie, dann konntest du noch zusammenpuzzeln, was da, das war echt. Meine Hintergrundgeschichte habe ich ausgewürfelt und ich finde die viel zu gut dafür, dass ausgewürfelt ist. Ich glaube, du hast einfach noch nie eine KI benutzt davor. Nein. Aber es trotzdem. Ja. War doch spaßig, zumindest für mich. Ja, war auch spaßig für mich, auch für meinen Charakter bestimmt nicht. Nein, es hätte auch anders enden können. Ja. Lohnt sich jetzt noch ein Was wäre, wenn oder machen wir das dann? Wenn es nach mir geht, würde ich das ganz gerne für mich behalten. Ja, weil wir werden ja noch weiterspielen. Wirklich noch Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Wir werden mit den Charakteren ja noch weiterspielen und da ist ja die Story ist ja noch nicht abgeschlossen. Hätten wir irgendwas anderes machen können, dass wir irgendeinen anderen, sag mal, Ausgang gekriegt hätten. Ihr hättet alle Möglichkeiten gehabt, von Anfang bis Ende. Ich meine jetzt in dieser Höhlensituation, weil gefühlt war es so, okay, da oben wurde angeteasert, übermächtiger Dude, dem alles den egal hätte, ist. Den hättet ihr nicht aufhalten können. Also ich sag's mal so, meta gesprochen, der Typ ist besessen von, ich glaube, ich habe festgelegt, 20.000 verschiedenen Göttern und Zauberern. Also, Bei Modi sind solche Typen immer unerreichbar, die sind absolut, die sind da keiner. Der hat uns die Kutsche geklaut. Nein, das war der andere.
Der ist einfach nur wütend gewesen. Nein. Stimmt. Aber der also hat uns Wein angedreht, oder? Also meine Charaktere, die... Meine Charaktere, die ich für meine Abenteuer schreibe, die haben ja wenigstens noch stufenweise Wahnsinn. Das ist, ich habe auch schon krassen Wahnsinn geschrieben, aber Mordi hat halt einfach, also es gibt entweder sterbliche Charaktere, die normal, mit denen man normal verhandeln kann, die man bekämpfen kann, die man besiegen kann, oder gleich Übergötter. Es gibt keine Stufe dazwischen. Ich sag's ganz ehrlich, wie es geplant ist. Also den einen hätte ich nicht aufhalten können, das ist der große Endgegner von der gesamten Kampagne. Bei dem anderen. Es war so geplant, gibt's nichts dazwischen. Einen Kampf gegen diese Elite-Piraten-Typen für alle Charaktere, inklusive vielleicht den NPCs, die ihr mitnehmt. Es waren auch mehr NPCs geplant, aber zu denen kam es nicht. Und dann am Ende hätte ich halt für Zwergis Charakter nochmal quasi einen intellektuellen Kampf, beziehungsweise ein gesprächsmäßige Combat gemacht. Er hätte mit dem Typen verhandeln können, die Hintergründe erfahren. Gespräch. Ich hab's ja versucht, bei meinem Bruder zu machen, Bruder aber... Zum Beispiel. Können wir sowas demnächst bitte auf Charaktere oder Spieler umlegen, die mehr als ich setz mich an eine Bar und trink alleine Nein. beitragen? Nein, das war für mich. Ich wollte das einmal durchziehen mit dem Emotional Damage und ich weiß jetzt, es liegt mir und ich mag das. Ach, das macht immer Spaß, ich weiß. Aber, ja. Ja, ist ganz nett. Schaffen wir das auch in dieser Zusammenstellung in der nächsten Runde wieder mit dabei zu sein, weil... Wann wäre denn die nächste Runde? Als nächstes liegt erstmal nur Roy Island dran. Ich bin gespannt, wie ich das fertig schaffe bis dahin. Also im März, April irgendwann würde ich gerne schon eine Roy Island. Am besten im März. Im März wird, weiß ich nicht, ob das bis März noch was wird. Irgendeinen Termin würde ich dazu noch finden. Danach. In der nächsten Runde wahrscheinlich vielleicht sogar mit einem mehr. Also hier in der Liste habe ich eigentlich noch reingeschrieben Space Shift. Das würde ich gerne noch dazwischen packen, aber können wir auch auslassen. Ach, das kriege ich hin, das habe ich schon seit Ewigkeiten fertig. Wir können es auch auslassen und einfach so Fora 5 dann gleich nach und nach nur machen. Ich meine, in der Besetzung des Systems ist jetzt für alle klar, soweit. Also wir können auch das Space-Ding zwischen reinquetschen, wenn alle einverstanden sind. Ich brauche auch noch Spieler für eine Royal Island. Da habe ich bisher nur zwei. Dann ist Mordi und der andere. Weiß ich gerade nicht, ist zu spät dafür. Also wenn ihr wollt, ich brauche noch zwei von euch für mein Abenteuer. Spielt im selben Universum wie Hotoki the Center. Und dann sind schon mal alle raus. Hat sich kaum was zu. Also kein Kram. Aber General Stroh, der hat das schon mal gespielt. Royal Island ist noch ein bisschen verrückter und ein bisschen. Also. Es ist super. Also, How to Kill the Santa geht's gegen Geeks. Das ist die bestgeschriebensten Abenteuern, die ich bisher gelesen habe. Ich habe sehr viele gelesen. How to Kill. Ich werde es dann leiten. How to Kill the Santa ging's noch gesittet zu. Also, Royal Island ist dann. Mehr Wahnsinn, deutlich mehr Wahnsinn. Oh, Und keine Sorge, die Rätsel sind lösbar. Und sie sind. Okay. Ist ziemlich gut. Ich muss sagen, so Insider-Zeug kriege ich nicht. Ja, der Teil war unlösbar. Back to topic. Wann wäre jetzt für die Story, die wir heute gemacht haben, Fortsetzung? Noch unklar. Unklar. Geht aus aber irgendwann im März oder April, aber ein genaues Datum haben wir noch nicht. Also frühestens April Mai. April ist bei mir ganz schlecht. Ich würde sagen frühestens Mai. Ja, bei mir auch. Aber also wenn wir Space Shift auslassen, würde ich sagen frühestens Ende April, Anfang Mai. So dann vor. Mai. Also Ende April. Ja, Mai, dann machen wir Mai, dann schieben wir Space Shift dazwischen. Dann passt das. Jo. Also Space Shift im April oder was? Also wir lassen Space Shift ganz raus, weil ich brauche auch für... In Roy Island brauche ich mehrere Abende. Das ist also der erste Teil, braucht schon mehrere. Mehrere Abende und dann habe ich noch einen zweiten Teil und einen dritten Teil. Also, das ist eine Kampagne. Da können wir auch gerne. Können wir auf Space Shift erstmal verzichten und erstmal Sephora weitermachen. Also, Sephora und Roy Island würde ich erstmal. Das andere kann warten. Wenn wir Bock drauf haben irgendwann.
Ein nächstes Projekt, ich setze mich erstmal an Norianins, dass das fertig kriege. Weil ich hab die am liebsten Teil 3 auch schon fertig, bevor wir Teil 1 und 2 spielen, dass da. Ja. Also, müsst euch jetzt noch nicht melden dafür, aber überlegt es euch mal, aber gerade General Stroh, du kennst das. Du hast mich schon als Spielleiter erlebt, deswegen. Wenn ich mal bei. Kann ich bei dir mal Werbung machen? Ja. Ich muss mal sehen, wie ich denn Zeit habe. Ich versuch's bis März. Ich versuch's bis Mitte März fertig zu kriegen. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, März habe ich ein bisschen Familienzeugs. Da kann ich mindestens an 2 von 4 Wochenenden auf gar keinen Fall. Den Termin müssen wir nochmal gucken. Ja. Vielleicht wird's auch April. Ja, wir gucken mal, wir kriegen schon die Leute zusammen. Das ist ja jetzt nichts für heute. Weil sonst habt ihr zur Geschichte noch irgendwelche Fragen oder gar nichts mehr? Nicht persönlich nicht. Außer hätte es noch ein bisschen weniger Emotion Damage gegangen. Ist er eigentlich mittlerweile so mächtig geworden, weil er die Artefakte bekommen hat oder? Nein, der ist immer noch auf demselben Stand wie vorhin. Er ist halt verdammt stark. Ist halt ein Gott. Okay. Vor allem hat er halt noch die Werte von vorher. Die waren überwiegend über 100. Ah ja. Mal schauen, ob wir den jemals besiegen können. Ja, wir haben ihn indirekt besiegt gehabt. Nee, Spaß, wir haben aber ein nettes Kaffee ganz im Ding gehabt. Fand ich immer auch ganz nett. Gut, Molly schickt mir nochmal die Bilder. Er hatte seine Geschichte heute. Molly schickt mir mal die Bilder noch, damit ich die irgendwie fürs Abnehmen verarbeiten kann. Die kann ich dir sofort schicken. Das ist kein Thema. Ansonsten würde ich mal sagen, ich muss dringend pissen. Ich mache eine kurze Pause und dann beende ich den Stream an dieser Stelle. Den Abend würde ich. Ich würde mich von euch an dieser Stelle schon mal verabschieden. Wir sehen uns entweder bei Norway Islands wieder oder bei Sephora am nächsten Abend, hoffentlich. Wieder mit diesen Charakteren. Ja. Danke fürs Mitspielen. An unsere Spieler. An General Strohhut, an Max, an Pathfinder und an Mordi natürlich fürs DM machen. Danke, die Geschichte war tatsächlich diesmal die aufwendigste, die ich bisher geschrieben habe. Dann wird die nächste vielleicht nochmal so aufwendig. Teil 5 muss auch nochmal großartig werden. Das ist jetzt nicht wirklich Teil 4. Es ist eher Staffel 2. Es ist Staffel 2, Teil 1. Beziehungsweise es ist einfach random Piraten im selben Universum. Teil 4 mit neuen Charakteren. Es ist dieselbe Geschichte, ihr habt dieselben Gegner und es ist... Ja, schon, aber trotzdem. Derselbe Overworld. Ist wie bei Star Wars das Prequel. Dieselbe Reihe, Teil 4, bloß mit anderen Charakteren. Ja. Gut, dann gute Nacht. Nachtle. Gute Nacht. Gute Nacht.